Hallöchen, ihr hübschen kleinen Mäuse. Ich höre mich doppelt, das ist schlecht. Ach, hier oben. So, dann wollen wir mal langsam anfangen und uns mal hier wunderbar ins Licht oder ins Bild rücken. Hallöchen zusammen. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Montag, der 14. November, 19 Uhr und wir sind in der Schweiz oder wie der Schweizer sagen würde, in der Schweiz. Und ich freue mich ganz besonders heute, dass wir heute ein bisschen Hubschrauber fliegen. Denn Hubschrauber fliegen ist eigentlich etwas, was wir im MSFS, mal jetzt mit Ausnahme von ein paar Freeware-Sachen, schon lange nicht mehr gesehen haben. Oder überhaupt noch gar nicht gesehen haben. Aber seit Freitag ist das tatsächlich möglich. Grüezi Sebastian. D. Moin. Also aus Hamburg oder wo auch immer. Also eine etwas kleinere, besondere Geschichte, denn ja, den Hubschrauberflug oder die Hubschrauberflüge konnten wir so noch nicht erleben. Ich werde auch gleich ein paar Dinge dazu sagen, denn ich bin tatsächlich schon die nativen Hubschrauber natürlich im Rahmen der Vorbereitung für den Stream schon mal kurz geflogen. Und ich sag mal so, naja. genauso waren wir auch, also von Cruise Level, die Jungs, jetzt am Samstag beim FSC in Oberschleißheim. Und haben da ein bisschen mit ein paar tatsächlichen Heli-Experten gesprochen, was den Flusi betrifft. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Und die Jungs haben auch gesagt, der MSFS ist, was die native Hubschrauberunterstützung angeht, so lala. Was aber so lala bedeutet und wie was wo ausschaut, das sehen wir uns gleich an. Ich warte nur noch ganz kurz. einen Moment. Und dann geht's gleich los. Sebastian D., ich kann dich auch zum Moderator machen, weil dann macht das natürlich mehr Sinn. Dann kann ich das auch nichts mehr sehen, Moderator. Müsste jetzt einer sein. Hallöchen, Dadriol. Dadriel, Entschuldigung. Dadriol, Dadriel, Dadrial. Und da würde ich sagen, quatsch mal gar nicht mal so lange oder so viel. Und switchen einmal ganz kurz in die Außenansicht des Hubschraubers. Hallöchen Martin. Kleiner, süßer Boy. So, man hört ihn schon ein bisschen. Und wir sind gerade über dem ehemaligen, oder ja, nicht ehemaligen, aber zumindest mal verkürzten Flugplatz Raron. Das ist im Wallis und geradeaus, also das kleine Städtchen, was ihr da vorne seht, das ist Visp, V-I-S-P oder Fischp, wie man es im Wallis sagt. Das ist eigentlich so der zentrale Eingang, wenn man so möchte, ins Zermatt, denn das geht nämlich hier so schräg rechts weg. Und wenn man, da fliegen wir auch gleich hin, kommen wir auch gleich dazu. Und wenn man ein bisschen weiter geradeaus das Tal quasi, ja, ich sage mal, aufwärts geht, dann kommt irgendwann mal Brick und dann geht es irgendwann weiter Richtung Furkapass und dann kommt man irgendwann, je nachdem, welche Richtung man fährt, kommt man entweder, ja, ich sag mal, beim Grottatpass raus, das ist so grob gesagt. Man möge mich korrigieren, wenn es falsch ist. Und ich würde sagen, wir schicken uns einmal zum Hubschrauber. Ihr hört ihn auch schon, denn ich habe ihn schon angeschmissen. Es ist tatsächlich kein nativer Hubschrauber. Es ist tatsächlich die mittlerweile High Performance Group 100, wann ist hier nochmal, wie kann ich den hier nochmal drehen, bin ich gerade so blöd, da war es, ah da, H125 oder ehemals als auch Airbus Ecureuil 350, B350 bekannt, ist ein Freeware Hubschrauber, der quasi von Rotorsim kommt.
Und die High Performance Group, die schmeißt sich gerade auch da drauf und ist gerade dran, die ja bekannt ist für die H145 und die H135. Und ich habe deswegen den Hubschrauber genommen, weil das eigentlich ein ziemlich typischer Hubschrauber ist, der hier in der Gegend fliegt. Denn die RZMAT betreibt davon, glaube ich, 6 oder 7 Stück. Ja. Hatte man früher eine EC-135 und dann hat sie noch so eine Bell 412, meine ich, ist das nochmal 2 Stück davon. Aber das ist so eigentlich das Arbeitspferd der RZMAT. Vor allem, weil es so ein bisschen die, vielleicht kennt der ein oder andere das, die Lama ersetzt hat. Das ist so dieser Hubschrauber, der mit dem Gestänge hinten war. Also Lama 2 in dem Fall. Hat die so ein bisschen ersetzt und ist einfach ein Hubschrauber, der in Höhen ganz gut funktioniert, auch im Himalaya viel unterwegs, also gibt sehr viele Einsatzorte, gerade in höheren Höhen, wo eben die Kiste eingesetzt ist, und deswegen dachte ich, passend zu dem, was wir heute fliegen, setzen wir die Kiste ein. Wenn ihr Bock habt mitzufliegen, könnt ihr gerne das tun, einfach bei VATSIM. Wer auf cruiselevel.de das schon gelesen hat, weiß ja unsere Route in etwa und könnt ihr gerne mit abdüsen, ja. Und durch die Gegend mal mit uns Bell 429, Donhawk, danke, ja. Bin mal kurz ein paar Runden im Heli um Münster geflogen. Fand ich eigentlich ganz spaßig. Ja, ist so. Aber bevor wir vielleicht in diesen Hubschrauber hier einsteigen, der ja tatsächlich nochmal was ganz anderes mitbringt, der ist auch ziemlich faszinierend, weil er ein eigenes Flugmodell hat, was man so vielleicht nicht der ein oder andere Nicht-Hubschrauber-Profi kennt, ist es aber vielleicht mal wichtig, für euch jetzt erstmal als, ich sag mal, native Hubschrauberflieger vielleicht, ja, gibt es mit dem neuesten Update, eben seit Freitag kam das heraus, eine spezielle Hilfe, sagen wir mal, und zwar einmal für die Glider, das kennen wir ja, und dann Helicopter Assist Terror Tow und Helicopter Assist Cycling, ja. Die kann man an- und ausschalten, ja, ich lasse jetzt mal aus, ja. Die unterstützen ein bisschen, gerade wenn man jetzt mit oder ohne Pedale fliegt, ist ein bisschen schwierig, ja. Also entsprechend dessen auslassen erstmal für heute, wenn wir später in nativen Hubschrauber fliegen, dass man da einfach, ja, letzten Endes, ich sag jetzt mal, nicht die Unterstützung hat. Wir wollen ja das Vergleich mit dem Helikopter hier. Ich sehe schon, da fliegt ja auch jemand gleich mit. Das ist auf jeden Fall ein Hubschrauber, der nicht standardmäßig hier steht. Genau, wir fliegen auf VATSIM. Ich gehe mal ganz kurz die Route durch für die Leute, die es, ja, verpasst haben, nicht mitbekommen haben oder auch nicht gewusst haben, wie wir denn heute fliegen. Also wir stehen jetzt hier, wie gesagt, in Raron. Das ist von der RZMAT, wenn man so will, die Hauptbasis beziehungsweise die Bodenbasis, also die Talbasis, und fliegen von hier aus dann direkt ins Zermatt, landen dort auf diesem coolen Heliport, weil der relativ eng ist und ja, ein bisschen nicht so einfach, ja, mal schauen, wenn da vielleicht der ein oder andere von euch mitfliegen möchte, ist es lustig, oder auch nicht, ja, sehen wir dann, wenn da der ein oder andere mal in der Bergwand landet. Dort machen wir eine kurze Zwischenlandung, schauen uns das ein bisschen an, ja, fliegen mit demselben Helikopter dann zur Mond-Rosa-Hütte, das ist so in der, das ist so ein Skistadion, nennt sich das. Da ist, also erzählen wir später ein bisschen was dazu, aber ist ganz nett da oben. Dann an die Hornli-Hütte, die ist ein bisschen bekannter, ist quasi direkt am, ja, Kamm vom Matterhorn. Und von dort aus fliegen wir zurück und simulieren quasi, dass wir einen Patienten mitgenommen haben. Ein Flug von der Hornli-Hütte ans Spital Fisch, das ja hier in die, um die Ecke ist. Von dort aus fliegen wir noch einmal nach Gampel, das ist so circa 10 Kilometer talabwärts. Also einmal hier über Raron quasi drüber. Und dort werden wir tatsächlich dann, entweder dort oder eins später, in Sion spätestens dann, werden wir auf den Standard-Heli wechseln und einfach mal den uns mal anschauen, um einfach mal so ein bisschen zu vergleichen. Wie gesagt, vom Fluggefühl ganz, ganz anders und ganz, ganz komisch. Und von dort auf jeden Fall, wenn wir in Sion angekommen sind, fliegen wir nochmal einen ganz kurzen Abstecher hoch ins Tal, wo dort eine schöne Szenerie ist mit einem Staudamm und vorne dran ist ein Helipad, und da landen wir dann. Ja, ganz gemütlich. Insgesamt 166 Kilometer, glaube ich, Flugroute oder sowas. Sollten wir also in den 2 Stunden ohne Probleme schaffen. Ah, der Klabauter ist das links neben uns, der Jürgen. Ja, freue ich mich, wenn ein Hubschrauberpilot dabei ist. Gerade der Jürgen gehört zu den Hubschrauberpiloten oder den erfahrenen Hubschrauberpiloten, sage ich mal. Bin ich mal gespannt, was er sagt. Und vor allem, sage ich mal, jetzt den Namen Jürgen vielleicht mal merken, denn wir haben ja auch das Feature der Segelflieger mit dabei, und wir hatten schon lange vor, mit dem Jürgen und der Redaktion, also ein Freund von uns von der Redaktion, tatsächlich ein paar Segelflugrunden zu drehen. Und was gibt es Besseres als den Ausflugabend, also heute im Rahmen des Ausflugabends an einem Montag, ich denke mal so in 2-3 Wochen vielleicht, mal mit dem Jürgen, vielleicht sogar hier in den Alpen, ja, ein bisschen Segelflug zu üben, zu schauen,
denn er hat das auch im echten Leben gemacht und kennt sich da ziemlich gut aus. Also da kann man einiges lernen und für ihn klingt vieles selbstverständlich. Und er sagt, ja, da fliegst du hier rein, dann fliegst du da, da musst du eine halbe Kurve fliegen. Wenn du Aufwind hast, fliegst du langsam. Wenn du Runterwind hast, fliegst du oder was auch immer, schneller und so weiter. Und dann benutzt du hier noch die Klappen oder auch nicht. Und also ist ganz interessant, kann man was lernen. Vor allem für die Leute, die jetzt irgendwie Lust haben, sich ein bisschen weiter oder tiefer in die Materie, ich sag jetzt mal, reinzulesen, reinzuschauen, reinzuhören. Philipp, guten Abend, wünsche ich dir auch. Gut, dann würde ich sagen, Jürgen, schmeiß mal die Bude an und wir bewegen uns oder begeben uns gleich in die Luft. Bevor wir aber starten, nochmal ganz kurz zur Hubschrauber. Ich habe jetzt gestartet, weil darum soll es heute nicht ankommen. Es soll halt einfach um die Experience gehen, das wollte ich heute zeigen. Aber das Besondere bei dem Rotor Sim oder jetzt halt eben High Performance Group H145 ist, es ist nicht nur der Hubschrauber als solches, den ihr jetzt hier seht, sondern er kommt oder er kann gar nicht fliegen. Ja? Das ist das Witzige, man braucht ein spezielles Tool davor. Das nennt sich Airland FS, ist Freeware komplett, gibt es alles runterzuladen auf FlightSim.to. Und da kann man dann letzten Endes ein entsprechendes Profil laden und dann das Flugverhalten konfigurieren, sage ich so mal. Ne? Der Klabautja, also der Jürgen klickt sich gerade durch die Checkliste, wunderbar, dann ist er auch gleich so parat. Im Prinzip ist es so, ich habe hier quasi Load Profile, ja, und dann habe ich hier letzten Endes verschiedene Hubschraubertypen, ja, die F-44 ist zum Beispiel auch von den Jungs, ja, und kann mir dann hier ein Profil laden, kann mir dann einstellen letzten Endes, wie ja, realistisch sich das Ganze anfühlt, also im Prinzip weniger Unterstützung, wenn man so möchte. Ich fliege mit 96%, das ist so mein Sweet Spot, habe ich herausgefunden. Ja. Wenn man mit 100% fliegt, zumindest ich ja, als Pflaumenaugus, kriege das nicht ganz so hin. Und da gibt es ja auch ein paar Flugunterstützung im Sinne von Spring Pedals Relax. Gehen wir jetzt auch nicht drauf ein, Spring Cycling Relax und natürlich noch die Sensibilität. Also letzten Endes, ja, ich sag mal ein paar Sachen, die man da nochmal einstellen kann, um eine gewisse Unterstützung zu haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich das jetzt weglasse, dann ich möchte einfach das pure Fliegen, so wenn man das so sagen möchte. Gut. Ich roll mal ein bisschen nach hinten. Und Hallöchen, Arturito. Genau, falls ihr jetzt heute sagt, boah, Hubschrauberfliegen, ne, das ist absolut nicht meins, habe ich keinen Bock drauf. Es interessiert mich das, ich fliege lieber mit meiner 747 von A nach B. Kein Problem, macht so wie der Arthur, abonniert den Channel, denn es gibt natürlich nicht nur Hubschrauberfliegen hier, sondern natürlich auch ganz viele andere, ich sag mal, Add-ons oder Dinge, die wir hier vorstellen, unter anderem eben heute Hubschrauber. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einmal rein in die Bude. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Es sieht von innen tatsächlich nicht ganz so, ich sage jetzt mal, wunderbar vollendet aus, ja. Hat einfach aber auch den Hintergrund, jetzt habe ich die Musik ganz ausgemacht, ich Volldepp, Moment. Oder ist das nicht? Wollte ich noch ein bisschen leiser machen. Einfach aus dem Grund, weil es eine Freeware ist, ne, die einfach noch nicht unbedingt vollständig ist, die noch nicht unbedingt komplett ist. Also die sagen selber, dass noch 70% unfertig ist, aber dafür fliegt sich die Kiste ganz schön gut. Was mir aber auffällt gerade, ich habe den Hubschrauber, als ich den vorher mit laufenden Triebwerken gestartet habe, in der Mitte abgestellt, der ist jetzt irgendwie hier rüber gewandert, also muss ich mal kurz gucken, dass ich meine Controls vielleicht mal ein bisschen einstelle, dass die, vielleicht habe ich einen leichten Auftrieb jetzt, dass er jetzt danach rechts rüber wandert von den Vibrationen, das könnte ich mir vorstellen. Ich nutze ein Head-Tracking-Tool, es gibt ja verschiedene Tools, ne? Man kennt es oder man kennt es halt eben auch nicht. Ich nutze tatsächlich die Kombination aus hier auf dem iPhone, ja, das sieht man quasi, gut, jetzt seht ihr natürlich das, was ich hier sehe, ja. Ist aber ein Tool, das nennt sich Head. Muss selber gucken. Weißt du, ich weiß ja wieder nichts, ne? Head Tracking, genau. Macht eigentlich im Prinzip nichts anderes wie das Track IR, was ihr kennt, ja. Kostet aber nur 10 Euro. Das war's, ja, so. Und als Komponente am Rechner, jetzt habe ich meine Kopfhörer rausgezogen. Als Komponente auf dem Rechner nutze ich das Tool, ich kann es auch mal kurz reinschieben, ja. OpenTrack ist auch Freeware, ja. Und wenn ich jetzt das aktiviere, ja, dann seht ihr, wenn ich meinen Kopf bewege, rechts, links, hoch, runter, nehmt da meine Head-Movements im Prinzip und habe eigentlich so einen Head-Tracker für sage und schreibe 10 Euro, ja.
was mit einem Tracker eigentlich möglich ist. Ich glaube, es kostet mittlerweile 150, 160, wenn nicht sogar noch mehr. Also eine coole Sache, vor allem für Leute, die es mal ausprobieren möchten. Denn mir wird ein bisschen übel. Ja, also ich kann auch nicht so viel nutzen. Das heißt, ich werde das zum Start und zum Landen benutzen, weil es da einfach Sinn macht. Ja, weil ich auch sehen möchte, was Phase ist. Ja, aber im, sag mal, gerade Ausflug dann, nutze ich das tatsächlich dann nicht mehr, weil mir einfach sonst ja kurz übel wird. Und das ist jetzt ungelogen, ja. Ist echt Murks, ja. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wie weit der Jürgen ist. Das kann man natürlich wunderbar machen, indem man einfach sagt, ich schaue einfach mal zu ihm rüber. Sag mal, jetzt habe ich nochmal hier mein Ding ins hier rausgezogen. Oh, mal nichts mehr ändern. So, ich schaue jetzt einfach zu ihm rüber. Das heißt, ich drücke einen Knopf, ich schaue nach links. Seine Rotoren laufen noch nicht, ich weiß es nicht, ja. Dann würde ich sagen, ich fliege einfach mal los und schauen wir mal, ob der Jürgen dann auch hinterherkommt oder eben halt nicht. Das sehen wir dann einfach. Nee. So, und dann wollen wir mal schauen, ob ich das überhaupt noch kann. Ziehen vorsichtig als ich hier unten am Pitch. Da unten seht ihr es, ne? Im Collective, sagt man. Jetzt kommt der Hubschrauber langsam, jetzt wird es unruhig. Zack. Und schon sind wir in der Luft. Wir drehen uns ein bisschen links weg hier. Gehen weiter hoch. Und auf geht's Richtung Wallis. Ich drehe vielleicht nochmal ganz kurz eine kurze Warteschleife, einfach nur um zu gucken, ob der Jürgen auch in der Luft ist. Weil wenn der natürlich selber am Hubschrauber fliegen ist, wäre das natürlich ein bisschen schwierig. Im Chat zu schreiben. Ne, er steht tatsächlich noch am Boden. Aber ich glaube, sein Rotor bewegt sich. Wir fliegen einfach mal los, dann fliegen wir voraus und schauen mal, ob er uns dann gleich in Kürze einholt. Gut, dann würde ich es mal sagen. Auf geht's ins wunderschöne Wallis. Und wir fliegen los. Ein ganz großes Dankeschön muss ich an der Stelle sagen. An den lieben anderen, denn der hat mir Charts geschickt tatsächlich. Ich habe sie mir nicht angesehen, wie immer. Er hat mir aber tatsächlich Charts geschickt vom Heliport. Und von der Erzermatt. Und das können wir vielleicht mal kurz anschauen. Jetzt läuft die Mühle an, schreibt der Claude. Hallo Eggy, tatsächlich kann ich das kurz erzählen, denn jetzt gibt es wirklich nicht viel Besonderes. Ich erzähle nochmal ganz kurz noch zwei, drei Sachen zur Landschaft hier. Und dann komme ich gleich auf dich zu, beziehungsweise auf deine, ich sage jetzt mal, Rückfrage. Ich muss kurz mal hier das zur Seite schieben. Gut. Das ist hier übrigens Fisch, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Und wenn ihr jetzt hier auf 12 Uhr schaut, also ich zoome mal ein bisschen rein, das müsste jetzt gleich kommen, seht ihr diese rote Fläche da rechts, die jetzt reinkommt, rechts oben. Das ist das Spital, ja. Und da fliegen wir später hin. Ja? Also wenn wir gleich aus dem Wallis runterkommen, geht es dann gleich dahin. Zum Thema Headtracking. Also ich habe hier so quasi einen Button auf dem Joystick, dass ich da jetzt nicht viel rumfuchteln muss. Das heißt, sobald ich den drücke, geht das Headtracking los. Wenn ich den loslasse, also auch selbst wenn ich so loslasse, ja, bumm, geht es automatisch wieder in die Mittelposition. Ja? Das ist so gewollt. Also das ist jetzt nichts Besonderes, was jetzt mit dem Tool hier geht. Ja? Ist ganz üblich bei Headtracking-Software, wenn man sich das so eingestellt hat. Einfach so eine Art Reset-Button. Was ich jetzt hier tatsächlich nutze, ist, ich weiß nicht, ob das auf Android geht. Das könnte ich jetzt gar nicht mal so richtig beantworten. Aber es geht tatsächlich auf iPhone oder iOS. Ja? So, das nutze ich nämlich. Und zwar ist Headtracking, heißt die App, die ich nutze. Muss doch mal selber schauen, weil ich... Ja, Head Tracking, so ein schwarzes Symbol. Und das habe ich mir hier auf so einem 3D gedruckten Teil, da vielleicht schaffe ich es hier nach einem Bild einzublenden, ja, an meinem Joystick, das einfach in dem optimalen Winkel vor mir ist, ja, einfach montiert. So, und dieses Ding hat nichts anderes wie, ich mache mal einen Screenshot, so dass ihr es sehen könnt, weil das sieht nämlich total bescheuert aus. Moment. Natürlich noch Hubschrauber fliegen gleichzeitig.
Ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich mache mal die Kamera kurz einen Moment größer. Eine Sekunde. Ja, Hubschrauber ist nicht so einfach. Da seht ihr das, wie ihr mein Gesicht quasi scannt. Na, man sieht auch die... So ein bisschen sieht man das, ne? Die rot und blau. Also im Prinzip erkennt er, ja, ich sag jetzt mal einfach mein Gesicht, in welche Richtung ich schaue. Ja, so kann man sich das vorstellen. Ja. Macht nichts anderes. Vielleicht der ein oder andere Apple-User oder auch Nicht-Apple-User kennt es. Gibt ja Emojis, Memojis, wie auch immer. Ja. Und die, mit denen kann ja dann quasi reden, wie wir. Ist die gleiche Technologie im Prinzip. Ja. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber ist halt letzten Endes. In dem Fall jetzt das, was ich nutze. Vielleicht gibt es das, vielleicht mal um das drauf einzugehen, habe leider kein Apple, vielleicht gibt es das auch fürs Android, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, so, also das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Auf jeden Fall, das ist das Tool, das letzten Endes mein Gesicht trackt. Das Tool dann wiederum gleichzeitig sendet dann diese, ja, ich sag mal, Koordinaten, die sich dann bewegen, ja, übers Netzwerk, da muss man die IP von seinem Rechner eingeben, an das Tool, das ist hier oben, OpenTrack. Ja, das kennt vielleicht der ein oder andere, kann man auch mit der Webcam nutzen, geht auch zum Beispiel, ja. Und das wiederum, OpenTrack, ja, in dem Fall, wenn ich jetzt den Button drücke, dann seht ihr unten von Start auf Stopp, ja, boom, ja. Das wiederum sendet dann die Kopfbewegung in den, Simulator, wenn man so möchte. Ja? Also so ist die, ja, die Sache letzten Endes. Genau, und ich muss gerade lachen, weil ich lese gleich das nächste vor. So funktioniert das im Prinzip, ja. So. Und wenn ihr Track AR nutzt und so weiter, dann seid ihr mit Sicherheit auch in der Sache vertraut. Der Unterschied ist nur der, dass hier dieses Head-Tracking, das kostet $10, ja, für die App, ja, und das war's, ja. Also ich habe sonst keine weiteren Kosten. Wenn ich jetzt aber Track AR zum Beispiel kaufe oder Face-Track, Free-Track, was gibt, selbstgelötete Bastelsimulationen, habe ich dann halt das Problem, dass ich dann zum einen erstmal viel Geld ausgeben muss und vor allem, was ich viel wichtiger eigentlich finde oder interessanter finde, ich habe halt irgendwie Hardware an meinem Kopf irgendwo hängen, ja, die mir tierisch auf die Eier geht, ja, oder auf die Nüsse geht, ja. Ich habe jetzt, hör mal, nichts in meinem Kopf, habe dünne Kopfhörer, habe keine irgendwelche Lampenmodule oder eine blöde Kappe an. Also finde ich da nochmal ein bisschen angenehmer und es funktioniert eigentlich, also ich sehe hier keinen Unterschied, genauso zuverlässig wie eben ein teures Track IR. So, warum ich lachen musste, ist, Raffi ist der Beaner Geralt von Cruise Level. Wem das vielleicht kein Begriff ist, ich empfehle tatsächlich YouTube, wie immer. Ihr kennt es ja vom Podcast auch. Und da ist es so, dass der SR, also der Schweizer Rundfunk, oder? Der hat eine Reportage gemacht über die Schweizer Luftfahrt, immer mal wieder und in dem Fall das Air Zermatt, oder? Und bei der Air Zermatt, ja, ist der Gerold Biener, der CEO, gleichzeitig aber auch fliegt er noch, ja, und ist ziemlich eine Ikone, weil er auch in Himalaya dort die Flugrettung so ein bisschen, ja, etabliert und mitentwickelt hat, ja, oder unterstützt hat, die Jungs dort auch gelehrt hat. Auch darüber gibt es eine Reportage und ja, und auch viele andere Reportagen eben über die Air Zermatt und da kommt der Gerold Biener immer mal wieder vor. Ist aber auch ein sehr, sehr sympathischer Typ, zumindest von dem, was man bei den Reportagen kennt. Und ja, es hat so ein Running Gag, ne? Also zumindest bei uns, wenn man sagt, hier, Air Zermatt, ja, das ist der Gerold Biener, ja, und deswegen bin ich der Gerold Biener von Cruise Level, ja. Genau. So, aber wenn ich der Gerold bin, dann muss ich auch landen können, deswegen schauen wir mal, ob wir das schaffen. Der Heliport oben im Air Zermatt ist relativ schwierig anzufliegen, weil du natürlich in einem Tal bist, was sowieso schon mal per se nicht unbedingt das Ganze einfacher macht. Und dann hast du natürlich auch noch die Sache, dass da noch ein blöder Kran im Weg steht, ja, rechts die Bergwand ist. Dann der Heliport als solches jetzt nicht unbedingt riesengroß ist, ja, und man trotzdem aber auf dem Heliport zumindest mal 5 Helipads nebeneinander hat, oder 4 meine ich. Ist also nicht ohne, ja, da zu landen. Muss man üben. Ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ich jetzt ein bisschen vorgeflogen bin, ja. Vielleicht auch an dich, Jürgen, der ja gerade mitfliegt mit uns. Wenn ich schon gelandet sein sollte, dann warte vielleicht noch einen kurzen Moment. So 30, 40 Sekunden, weil dann würde ich gerne in die Außenperspektive gehen und mir mal deine Landung anschauen. Und dann schauen wir mal. Wer sich jetzt wundert, über wen rede ich hier? Jürgen Klabauter ist der, der mitfliegt, auch auf Watzim. Ja, wenn ihr noch einsteigen wollt, könnt ihr das gerne noch machen. Wir haben ja noch zwar ein paar Zwischenstopps. Und der Jürgen, der ist da wirklich, also der fliegt Hubschrauber schon seit eh und je. Und der Jürgen ist vor allem ein, ja, ich sag mal, was die Hardware angeht, sehr fortgeschrittener Hubschrauberflieger. Ja,
Bedeutet also letzten Endes, er hat es tatsächlich geschafft, soweit ich weiß, dass er sogar ein Hardware-Kollektiv hat. Ja. Ich würde sagen, ich habe den geileren Stick. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ja. Weil da habe ich eine Mischung aus Monstertech, aus Thrustmaster und 3D-Druck tatsächlich. Und was mir noch fehlt, ist ein Kollektiv, aber da bin ich gerade am Basteln. Denn Hubschrauberfliegen ist entschleunigend, macht aber Spaß. Die Sache ist natürlich die, wenn ihr jetzt natürlich euch denkt, okay, Hubschrauberfliegen, ja, finde ich okay, interessant und so weiter. Aber so wie ich jetzt, ja, im Cruise, wenn man so möchte, ja, muss ich hier die ganze Zeit rumrödeln. Ist so, voll und ganz, ja. Das heißt, ich bin dran gebunden. Es gibt so gesehen in diesem Hubschrauber zumindest keinen Autopiloten. Was aber ziemlich geil ist, ist von der High Performance Group, also HPG, die 145er, die H145, die hat das sogenannte Follow-Up simuliert, was die echte EC-145, naja, ich sag mal, ein bisschen anders hat, ja, aber im Prinzip auch hat, also eine Art Autopilot, indem man den Stick loslassen kann an der Stelle, wo er ist, ja, und dann fliegt der Hubschrauber weiter. Und das hat sie simuliert, so ein bisschen, und man kann den Stick loslassen und der Flieger fliegt eigentlich im Prinzip weiter geradeaus. Und das ist ziemlich cool, vor allem, wenn man längere Streckenflüge macht, wo man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt kurz aufs Klo oder sonst was, ja, muss ich nicht zwischenlanden, sondern kann eben letzten Endes ja, auf gut Deutsch einfach da den Hubschrauber weiterfliegen lassen. So, also das, was ihr jetzt seht da vorne, das ist das Zermatt, ja, sieht wunderschön aus, ist ganz schön gelegen, ich mache das mal rechts, da oben sieht man auch das Matterhorn schon, ja, oben rechts, und wir versuchen jetzt mal absturzfrei, ja, zu landen, solange wir noch ein bisschen weiter weg sind von den gewissen Dingen. Oh Gott, ich bin viel zu schnell. Oh Gott. Jetzt mal bremsen. Man sieht schon da vorne den Heliport auf 12 Uhr. Das ist im Prinzip diese kleine dreieckige Betonfläche. Ah, wobei, es geht noch, ja. Unter uns ist ja der Kran. Den versuche ich jetzt mal nicht zu erwischen. Sonst wird es peinlich. Da unten sieht man den so ein bisschen, genau über dem Cockpit. Da ist er. Dann versuchen wir mal zu landen. Also ich habe es ein paar Mal geübt. Ein paar Mal auch verkackt. Jetzt schauen wir mal, ob es heute klappt. So, ich lande bewusst hier rechts außen auf der 4. Unten seht ihr die Beschriftung auf der Betonwand. 1, 2, 3, 4. 4 ist ganz links außen. Damit dann der Jürgen es ein bisschen schwieriger hat. Um dann letzten Endes da im engeren Bereich zu landen. Sich kurz konzentrieren, damit es kein Chaos jetzt hier wird. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Ah! Ja, da kann man wohl nichts sagen. Leck mich am Arsch! Der war gut. Also da sind wir ja mal richtig schön. Also das ist Fans, da sage ich nur eins. Da gebe ich mir selbst einen Applaus. Also das hat schon mal geklappt. Ja, so. Also wir sind schon mal angekommen an unsere erste Zwischenstation. Und hier der liebe Gerold, ja, der ist hier, wenn man jetzt hier in die, wenn man in die Halle reingehen würde, tatsächlich. Oh, was ist hier los? Kommt man da nicht rein? Tatsächlich nicht, weil man nach oben partiert. Aber da seht ihr drinnen so eine Treppe. Ja, wenn man die Treppe hochgeht, dann kommt man zum Gerold ins Büro tatsächlich. So viel weiß ich zumindest von zahlreichen Reportagen. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wo der Jürgen ist. Ich sehe ihn noch nicht. Und schau mal kurz ein bisschen ins Tal rein. Ich kann ihn noch nicht sehen. Gut, was das ganz Nette hier ist von der Szenerie, also wenn man hier gerne Zermatt fliegt und Hubschrauber fliegt, ja, ist natürlich zum einen diese Szenerie, die ist von Red Wings ziemlich gut gemacht, also muss ich ehrlich sagen, sieht echt, echt schick aus, ja. Außer dieser eine kleine Fehler hier, die Menschen in der Luft, warum auch immer das so ist. Aber selbst die Bänke da oben, auf denen ich auch schon saß, die sind modelliert, ja. Ansonsten hat man hier diesen, ich sag mal, Kranplatz, Baustelle, der gerne auch von der RZMAT, also gerade hier vorne und weiter unten, wo dieses Fahrzeug steht, ja, an der Stelle, wird die gerne genutzt, um, wenn die jetzt zum Beispiel Langleineinsätze haben oder sonst was, ja, dann tun die da unten das vorbereiten, dann fliegt der Hubschrauber kurz darüber, wird die Leine drangehangt, ja, und dann wird damit, drangehangen, Entschuldigung, und dann wird damit, ja, ich sag mal, weiter geflogen. Um dann quasi Windeinsätze zu fliegen, ja, mit längeren Längen, so.
Ansonsten was ganz lustig ist, das ist, man kommt hier zum hier, wenn man einen Aufzug runterfährt, so kommt man dann auch hier rein. Ja, ist auch tatsächlich ein Schwerlastaufzug, also kann man mit dem Auto auch reinfahren und dann kommt man hier weiter unten raus und hier ist dann der Ausgang und das ist dann letzten Endes ja hier, dann geht man ins Zermatt. Wer schon mal da war, ist wirklich ganz, ganz schön da, vor allem im Winter, kann ich nur empfehlen, wenn man ein paar Euro übrig hat oder Schweizer Franken, dann kann man da letzten Endes sich austoben. So, wo ist der Jürgen? Ja, Joe, das kann ich auch noch sagen. Ist wirklich eine schöne Szenerie, wirklich gelungen. Auch hier unten mit den ganzen, ja, die Baustelle, sage ich. Ja, eine ganz nette Sache, sage ich jetzt mal. Ne? Also wirklich, wie sagt man, detailliert, ja. Genau. Wo ist Patrese? Wer ist Patrese? Ich weiß nicht, wen du meinst. Also Gerobina habe ich mir gemerkt, wenn da noch eine andere, ich sag mal, berühmte Figur in den Reportagen ist, die ich nicht kenne oder jetzt vergessen habe, dann tut es mir leid. Da kannst du dir gerne mal ergänzen. Wer ist Patrese? Ah, ich höre schon was. Oh, da. Oh, oh, oh. Ich sehe hier schon einen, das ist bestimmt der Philipp. Mit seinem Flieger durch die Gegend donnern. So, dann schaue ich mal ganz kurz auf Volanta, wo der... Ah, Patrese kam in den alten Dokus vor. War so ein Mädchen für alles A bis Z. Ah, sag mir was. Ah, ich sehe einen Beacon Light da vorne. Das heißt, der gute Jürgen ist wahrscheinlich in Kürze da. War ein Mädchen für A bis Z, ja. Ist übrigens bei vielen der Einstieg in der Ärztematt, wenn man der Doku Glauben schenken mag, ja. Dass man letzten Endes, ja, Beacon Lights sind weg, dass man da, ja, wenn man da irgendwie erfolgreich sein möchte oder reinkommen möchte, ja, ich sag mal so ein bisschen, ah ne, da oben ist er, da kommt er jetzt, da sehe ich ihn. Wenn man da so ein bisschen, ja, mitwirken möchte, was erreichen möchte, dann muss man halt, ja, ich sag jetzt mal, erstmal die Hubschrauber putzen und dann kann man sogar bis zum Hubschrauberpiloten schaffen. So, da kommt er. Er kommt reingedonnert. Jetzt schauen wir mal, ob das was wird, lieber Jürgen. Meine Landung war ohne mich zu viel zu loben, aber war echt ganz schön gut, ja. Und jetzt natürlich von einem erfahrenen Hubschrauberpiloten, wie du es bist. Oh, der Schatten hier links, habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Bitte auf die drei, Jürgen. Dass wir so ein bisschen challenging machen. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Oh! Was ist da los? Das sieht aber sehr... Ist bei dir Wind oder was? Oh! Gut, das ist natürlich ein bisschen Watzim, das ist ein bisschen... Das so hakelig aussieht. Ist er zu hoch? Oh Gott! Oh Gott! Was ist los, Jürgen? Er hat's geschafft. Sehr schön. Ist nicht so einfach, ja. Also falls ihr noch nie Hubschrauber geflogen seid, probiert es mal aus. Es ist nicht einfach. Ja? Also das ist wirklich tatsächlich eine Sache, ja, die man, ich sag mal, erst dann glaubt, wenn man tatsächlich selber Hubschrauber geflogen ist. Sieht natürlich immer alles so easy peasy aus, ja. Aber in dem Fall tatsächlich ist es nicht ohne. Aber Jürgen ist heile angekommen. Ich würde vorschlagen, wir heben gleich ab. Der Abflug sieht so aus, also jetzt nochmal hier ganz kurz, dass man normalerweise, da oben sehe ich wieder einen Schatten, ist das immer noch der gleiche Flieger von vorhin? Ah, da oben ist er, ja. Neuer Flieger, einer, der dazu gehört. Cooles Setting für den Ausflug übrigens, wieder hoch ist nochmal Neapel. Ja, mal schauen, vielleicht...
Wir haben jetzt noch, die nächsten 3 Wochen sind schon ausgebucht, da kündige ich später gleich an, welche Ausflüge wir da machen, wohin es da geht. Ja. Aber einfach, um ein paar Sachen zu zeigen, die man vielleicht nicht so immer sieht. Ne? So, also das ist letzten Endes heute so. Grüezi Andrin, dich habe ich gerade eben gelobt, weil du mir die Charts geschickt hast. Dankeschön. Was hast du denn als Hardware für den Heli? Da würde ich sagen, machen wir es einfach so. Wir starten Nepal, Neapel. Ich würde sagen, wir starten jetzt ganz kurz. Und wenn wir auf dem Weg zum Monte Rosa sind, erkläre ich mal, gucke ich noch mal kurz auf meine Hardware ein. Und ich schaue mal, das kriege ich vielleicht ganz kurzfristig eingebunden hier, indem ich euch ganz kurz mit meiner auf eine andere Kamera wechsle. Und dann kann ich euch hier mein Setting zeigen. Und das machen wir dann oben bei der Landung. Deswegen erzähle ich euch vorher erstmal was dazu. Mein Kater räumt hier gerade ab. Und dann oben, wenn wir in Monte Rosa gelandet sind, da zeige ich euch dann letzten Endes kurz mal mit einer anderen Kameraperspektive, was hier ist. So, der Abflug sieht so aus, man lässt sich so nach hinten so ein bisschen wegfallen, dreht sich ganz akrobatisch rum, fliegt zwischen Kran und hier der Felswand durch, steigt dann hoch und macht dann eine rechts 180-Grad-Drehung nach rechts. Ja. Versucht da oben den Strommasten, die da oben sind, die man jetzt hier vielleicht nicht so sieht, nicht mitzunehmen. Ja. Und fliegt dann im Prinzip über Zermatt hoch nach oben. Ich würde sagen, Jürgen, ich starte als allererstes und du schließt dich einfach an. Und ich mache das jetzt so im Air Zermatt-Style, ja. Also so wie die Jungs das machen, die machen das natürlich super geil. Nicht so pimmelig, wie wir das hier machen. Würde ich sagen, los geht's. Boah, ich würde sagen, das sah doch ganz okay aus, oder? So, jetzt geht es hier nämlich hoch und jetzt muss man ja gleich rechts weiterdrehen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil da oben, da sieht man auch schon links, da ist er nämlich, der erste Strommast. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in die Stromleitung reinfliegt, denn Stromleitung und Hubschrauber sind meistens in Kombination nicht unbedingt zwei Komponenten, die sich gerne haben. Schauen wir mal. Ah, der Jürgen ist auch schon abgeflogen. Man sieht es da rechts. Ah, hat er gut gemacht. Genau. Also, wir fliegen jetzt, ja, ich denke mal so 5 Minuten. Wir fliegen jetzt oben in die, wie heißt das? Skiarena, glaube ich. Ja. Es ist ein sehr schönes Skigebiet, wo man ja, von allen möglichen Seiten da reinfliegen kann. Und da oben ist dann die Monte Rosa Hütte. Upsala. Und die quasi wollen wir besichtigen. Da gibt es auch 2 Helipads oder diese Möglichkeiten zu landen. Ja. Das heißt, Jürgen, wenn ich oberhalb landen sollte, kannst du unterhalb oder eben umgekehrt, das werden wir schon hinkriegen. Ja. Nur mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen da nämlich jetzt gleich links, soweit ich weiß. Und dann kommen wir gleich auf eure Fragen. Also grundsätzlich, Hardware. Ich fliege tatsächlich hier mit den Ruderpedalen von Thrustmaster, und zwar die TPR Pendula. Kann ich auch nur empfehlen, weil die einfach, ja, man kann die Fersen auf den Boden legen und kann dann wunderbar mit den Füßen arbeiten. Das ist also wirklich... Mein Kater, hört ihr ihn? Der ist angepisst, weil er raus will. Damit kann man wunderbar dann quasi mit den Füßen arbeiten. Ja? Das zu den Pedalen. Beim Stick habe ich so, ich habe eine Kombination aus einem Monstertech-Halter und dem Thrustmaster Hotas, den Stick davon. Und da ist es so, dass ich bei dem Stick, den habe ich ein bisschen verlängert, auf so einer, ich sag jetzt mal, 3D-gedruckten Verlängerung, die zeige ich euch gleich. Und der Vorteil ist dadurch, dass ich einen längeren Hebel habe und dadurch kann ich ein bisschen ja, weniger oder ein bisschen präziser steuern, weil ich dann so ein bisschen, ich sag mal, ja, einen längeren Weg habe. Ja? Also das zum einen. Und als noch momentan als Collective, ja, nutze ich tatsächlich dann den Schubhebel von dem Thrustmaster, aber umgekehrt, dass wenn ich ihn hochziehe, wie ein Pitch Collective, ja, dass dann hochgeht, wenn ich ihn drücke, geht es halt runter. Ja? Das ist tatsächlich letzten Endes so, wie ich das jetzt hier nutze. Ich fliege ohne Unterstützung, ich fliege aber auch ein komplett anderes Setting, dazu gehen wir auch nochmal gleich ein, ich habe es schon kurz am Anfang erwähnt, ja, aber für die jetzt eingestiegen sind, gehe ich da gerne nochmal drauf kurz ein. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo die Hütte ist, weil letztes Mal habe ich die auch schon gesucht und nicht gefunden. Die müsste, ich habe sie schon, okay, brauche ich nicht. Die ist nämlich genau auf 12 Uhr vor uns, man sieht den kleinen Punkt. Vor uns auf 12 Uhr und da landen wir gleich in der Felswand, wenn man so möchte. Und dann würde ich sagen, nutzen wir dann dort die... halt mal, ist das überhaupt die Hütte? Quasi was Längeres in der Hand, ja, so ist es, ja. Wenn man sonst nichts hat... Ne, das ist nicht die Hütte. Scheiße.
Das ist ein Gestein. Ich habe die letzte Mal schon nicht die Hütte gefunden. Jürgen, siehst du die Hütte? Ihr könnt mir auf Google Maps ja mal helfen. Also wenn ihr unterwegs seid quasi, ihr seht ja, wo ich unterwegs bin, in etwa grob, ja. Auch auf Volanta vielleicht mal als Hilfe für den einen oder anderen. Und dann könnt ihr mir helfen, die Hütte zu finden. Die habe ich nämlich letztes Mal auch nicht gefunden. Habe ich da Ewigkeiten gesucht. Oh, mal kurz einen Steep Top. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo die Hütte ist. Die müsste eigentlich hier rechts gewesen sein. Aber ich hatte, wie gesagt, letztes Mal auch schon meine Schwierigkeiten, die Hütte zu lokalisieren. Die Monte Rosa Hütte ist relativ... Ich glaube, du bist am falschen Hang. Ich glaube, es war ein Hang früher, ne? Mal ganz kurz gucken. Gibt's das jetzt? Finde ich die scheiß Hütte nicht. Oder ist sie da oben? Ne, ist sie auch nicht, ne? Das Schöne ist beim Hubschrauberfliegen, ja? Man kann quasi anhalten. Mehr oder weniger. Und dann eben halt mal nachsehen. Also die müsste entweder hier jetzt rechts am Hang sein. Irgendwo. Oder sie ist ein Hang weiter. Und zwar genau hier irgendwo an dem Kamm. Oder rechts. Ah, der Jürgen fliegt da oben. Wir fliegen mal hinterher. Der Jürgen ist meistens der... Der Jürgen, der ist weg. Monte Rosa Hütte, wo bist du? Das gibt's doch nicht. Ich habe vorhin auch gerade eben mit der Karte versucht zu bescheißen. Aber. Auch mit der Karte habe ich nichts gefunden. Mäuschen, piep einmal. Piep. Mal kurz gucken, die Karte habe ich nämlich, ne, Beladung wollte ich jetzt nicht, die Karte, und zwar da habe ich nämlich letztes Mal eigentlich den Flugplatz drinnen gefunden, also nicht den Flugplatz, sondern die, da unten ist sie. Hä? Habe ich mich jetzt gerade so sehr verflogen? Ach, tatsächlich, Jürgen, ja? Wir sind gar nicht in der Ski-Arena drinnen. Oh je, Mine, wie peinlich. Wir müssen eins weiter. Gut. Damit sind alle Fragen geklärt. Dann würde ich sagen, steigen wir hier mal hoch. Und dann kommen wir in die Ski-Arena. Gut, dann lasse ich nochmal kurz den Tracker aus. Genau, also das ist so meine Hardware, mit der ich gerade fliege. Und da werden wir gleich mal die Kamera umschwenken, wenn wir in der Monte Rosa Hütte sind, sobald wir hier über diesen Berghang drüber sind. Drüber, ne? Auch was die Flugunterstützung bzw. die Flughilfe angeht, auch darauf gehen wir gerne nochmal gleich ein. Ja, werdet ihr gleich sehen. Das ist wahrscheinlich der Jürgen vor mir. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Aber es müsste eigentlich jetzt... Ja, jetzt weiß ich schon, wo wir hinfliegen. Jetzt, ich habe mich gerade vertan, tatsächlich im Tal. Jürgen, du bist auch falsch unterwegs, ne? Nur so als am Rande Info. So, das ist die Ski-Arena. Ja, jetzt, das macht auch Sinn, ja. Da ist die Monte Rosa Hütte da unten. Ich sehe sie schon. Jetzt sehe ich sie tatsächlich, ja. Also hier kann man von verschiedenen Bereichen... Da oben gibt es immer ganz viele Skigebiete, ja. Wo man dann letzten Endes... Ja, Skifahren kann, wenn man das möchte. Und es ist eine ziemlich imposante Gegend. Und die Monte Rosa Hütte ist, ja, genau über der Webcam, wenn ihr drüber schaut. Im Prinzip da oben so ein bisschen sieht man die. Das ist eigentlich ein ganz guter Referenzpunkt. Jetzt kann man sie auch, sieht man auch wunderbar, da rechts ist das Matterhorn. Ja, da fliegen wir gleich hin zur Hörnli Hütte. Aber jetzt haben wir einen kleinen Fehler. Ich bin ein Teil zu früh links abgebogen. Das war der Fehler, den ich gemacht habe. Und dann gehen wir gleich nochmal auf die Flughilfen ein. Ist eine ziemlich imposante Hütte, deswegen habe ich die genommen. Und die Rosa Hütte, weil die einfach cool aussieht, ja, und auch die Gegend hier cool ist. Plus Hörnli Hütte einfach, weil es am Matterhorn ist. Ja. Werdet ihr gleich mal sehen, wenn wir jetzt da gleich landen. Sieht ziemlich imposant aus. Und der Landeplatz ist super eng da. Ja. Also das ist echt nicht ohne. Machen wir ein bisschen langsamer hier und machen mal ein bisschen Höhe verlieren. Und dann versuchen wir da zu landen. Bin mit dem Tommy hier auch schon mal lang geflogen. Da hatten wir quasi auch mal die gleiche Tour oder eine ähnliche Tour. Haben wir uns mal, und da haben wir gesagt, komm, das machen wir mal einen Stream.
Und sind damals hier im Hubschrauber geflogen. Er hat mir ganz fasziniert am Discord zugesehen. So, das ist die gute Hütte. Und jetzt versuchen wir mal da landen. Ihr seht da vorne die Fahne, die rot-weiße Fahne. Das ist nicht die Polenfahne, schräg aufgehangen. Was mich sehr freuen würde tatsächlich. Sondern es ist die Walliser. Die Walliser Fahne, das Walliser Wappen, wie auch immer. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, dass wir da einigermaßen hinkommen. Mit schönen Solarpaneln. Versuchen das Ganze jetzt mal einigermaßen sauber zu erwischen. Ist nicht ohne, hier oben zu landen, weil man sehr viel Leistung braucht, um überhaupt den Hubschrauber in der Luft zu halten. Und da landen tatsächlich auch die echten Kollegen. Da vorne ist ein Spotter, man sieht ihn. Jetzt versuchen wir mal hier zu landen ordentlich. So, zack. Und sind angekommen an der Monte Rosa Hütte. Also die Schirme, glaube ich, wenn die da wirklich so aufgespannt wären, ich denke nicht, dass diese Schirme das noch, also meine Landung hier zumindest, überlebt hätten. Ja, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo der Jürgen ist. Auf der Karte mal schnell. Ja, der ist da irgendwo weiter unten. Jürgen, bist du abgestürzt? An der Monte Rosa Hütte. So, ich versuche das jetzt mal ganz kurz. Ich mache mal hier ganz kurz meine Elgato-Cam an. Warte mal kurz. Elgato. Ne, nicht Elgato. Wie heißt denn diese Kamera? Und dann versuche ich euch kurz mal mein Setup hier. Epoch Face Cam. Und dann versuche ich mal ganz kurz mein Setup hier zu zeigen. So, es verbindet sich jetzt. Schauen wir mal, ob das so auf die Schnelle geht. Das ist natürlich jetzt nicht vorbereitet. Na gut, das ist natürlich. Schaut aus, ja. Ich mache das jetzt mal ganz, ganz stupide, ja. So, ich meine, das sieht jetzt nicht toll aus, ja. Aber ist egal, ihr seht, um was es geht, ja. So, also hier, das ist der Flusi, ja. Das kann ich jetzt schwer zeigen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja. So. Und dann haben wir hier unten die Pedale. Ich nehme euch mal mit ins Kabelsalat, ja. Ganz normale Pedale, ja. Dann als Schubhebel, ja, habe ich, wie gesagt, benutze ich den Warthog. Der ist jetzt, wie gesagt, nur ja, umgerüstet, ja, also im Sinne von hier halt zum Schubheben, ja. Aber es ist jetzt nichts Wildes, ja. Und dann haben wir, was das Interessanteste ist, eigentlich hier den Stick, ja. Muss ein bisschen weiter weggehen, so. Und da haben wir eben, wie gesagt, die Thrustmaster-Halterung. Hier oben die 3D-gedruckte Halterung, in der mein Handy normalerweise drin ist. Das ist mein Gesicht, Face-Track, wenn man so möchte. Dann die Halterung von Monstertech als solche, ja. Und den ganz normalen, das gehört auch zu Monstertech, die Halterung, den ganz normalen, das ist übrigens mein Kater, hallo. Ganz normalen Thrustmaster Hotas Stick Base. Plus den Stick als solchen, ja. Und das, was ich 3D gedruckt habe, ist tatsächlich so eine, ja, was soll man sagen, so ein S, ja. Und das dient dazu da, dass ich ein bisschen längeren Hebel habe. Ja, das Ganze ist, wenn ich das jetzt mal hier so mal loslasse, dass ihr es mal seht. Es ist so ein bisschen mehr smooth, wenn man so möchte, ja. Wenn man das so will, ja, so. Also das ist so, wie es aussieht. Ich hoffe, jetzt ist meine Webcam stehen geblieben. Die mag das natürlich gar nicht, ja, weil man jetzt hier natürlich irgendwelche komischen Kameras macht. Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Ich hoffe, das kam jetzt bei euch an. Würde mich mal kurz interessieren, ob das... ...bei euch angekommen ist. So, jetzt ist meine Kamera wieder da. Genau, also das ist meine Hardware, mit der ich quasi fliege, ja. Und die macht natürlich das ein bisschen angenehmer. Wie gesagt, der Kollektiv ist jetzt ja so gesehen keiner, ja. Das heißt, der fehlt noch. Aber dazu nutze ich jetzt, wie gesagt, den Schubhebel von Thrustmaster und damit geht es eigentlich auch ganz gut. Ja, so. Wo ist er denn hier? Sind das die Standardgeländetexte für MCFS? Ja, das ist alles hier Standard. Also das ist jetzt hier nichts, irgendwie keine speziellen irgendwelchen, weiß der Geier was, installierten Geschichten. Das ist ganz normale MCFS-Geschichte. Du hast aber die größere Variante von diesem Touch-X-Ding, oder? Nee, das, was ihr gerade eben gesehen habt, das war mein ganz normales Mischpult. Das nehmen wir für den Podcast. Das ist ein Zoom PodTrack P8. Das ist einfach nur für den Podcast. Ich habe aber das Behringer X-Touch
Mini, ganz normal. Kann ich euch gerne, auch gleich gerne zeigen, wenn ihr das sehen wollt. Ja. Ist aber, wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ne? Also das war jetzt nicht vorbereitet, dass ich hier meine Hardware zeige, aber es ging jetzt nur so ein bisschen aus dem Affekt heraus, weil die Frage sich gedankst hat. Ja. Dann war noch die Frage hier, die Frage von Louis, ob ich mit Unterstützung fliege. Tatsächlich habe ich die Unterstützung aus, also MSFS, ich kann gerne mal reingehen, Assistant Options, ja, da gibt es ja die neuen Optionen für Hubschrauberpiloten, da unten die drei, ja, die habe ich alle ausgemacht, ja. Haben wir jetzt aber mit dem Addon auch als solches gar nichts zu tun, denn das Addon nutzt ein externes Tool für die Flugdynamik. Ohne dieses Flugdynamik, also wenn ich das jetzt ausschalten würde, kann ich Gas geben, passiert gar nichts, ja. Und dieses Airland FS, da kann ich ein Profil laden, in dem Fall jetzt die H125, was ich geladen habe. Und wenn ich dann das Profil geladen habe, dann ist hier die Flugdynamik und hier kann ich einstellen, wie weit ich quasi Unterstützung haben möchte oder nicht. Wenn ich 100% mache, ist die Unterstützung komplett aus. Ja, wenn ich 0% mache, habe ich ganz viel Unterstützung. Oder es wird halt leichter im Prinzip. Ja. Und darum geht es halt letzten Endes, dass man da halt ja das für sich individuell einstellen kann. Ja. Genau. Du holst dir das dank dem Podcast. Ja, ist ein geiles Ding. Also ich kann es nur empfehlen für 85 Euro. Oder es gibt sogar für 67 Euro, haben wir gesehen, jetzt letztens wieder im Angebot. Ja. Ist das echt ein Ding, was echt Laune macht und gar nicht mal so schlecht ist. Ja. Und vor allem als Einstieg in die Hardware-Welt, wenn man so möchte. So, wir fliegen jetzt aber ohne weitere viel zu Palaver Valaber zu machen. Würde ich sagen... Mein Headtracker hat sich verabschiedet. Weiter ans Horn, die Hütte. Und da vorne machen wir nochmal kurz. Wo ist denn der Spotter? Ah, der ist da hinterm Stein, da müsst ihr gleich mal schauen, ja. Ist da schön am Glotzen. Würde ich sagen, drehen wir mal hoch. Hoppa. So, seht ihr da hinten? Der fotografiert das schön, ne? Der Mann hinterm Felsen. Wir fliegen jetzt hier rückwärts raus, mal ein bisschen langsam, nicht zu schnell. Drehen jetzt hier links weg. Und düsen weiter Richtung Matterhorn und Richtung Hörlihütte. Das Matterhorn seht ihr ja schon da oben links quasi, also hinterm Holm. Ja, ich meine so ein bisschen da, so, da sieht man das Matterhorn. Und da ist so ein Grat und wie man so sieht, so ein bisschen, ne, so eine Kante. Also wenn man die rechte Kante runtergeht, das ist so ein Grat. Und so auf der Höhe in etwa, also ein bisschen drüber, ja, ist die berühmte Hörlihütte. Und da fliegt die Erzeband auch gerne öfters hin. So, jetzt machen wir ein bisschen Dampf hier, das kommt man nicht raus. Und fliegen dann von dort aus weiter Richtung Spital Wisp und dann noch nach Gampel und dann schauen wir mal, wie die Zeit hinhaut, weil fast die erste Stunde schon vorbei, dass wir da noch dann letzten Endes den Standard-Hubschrauber ausprobieren vom MSFS, denn ich finde, der fliegt sich von der Flugdynamik echt seltsam. Also ich habe es ja vorhin eingangs erzählt, ja, dass letzten Endes die Dynamiken irgendwie, ja, irgendwie komisch sind. Ja? Also hier zum Beispiel, wenn ich jetzt zu schnell fliege oder längere Zeit zu schnell fliege, fliegt er auch in so einen Stall rein und so weiter. Da muss man echt aufpassen bei dem Hubschrauber. Und bei dem Standard-Hubschrauber, auch wenn die Hilfen aus sind, ist es irgendwie so ein bisschen schwammig und nicht so ganz vorsehbar. Und vor allem ist es irgendwie auch, wie ein Fahrstuhl hoch und runter, ne? Und ich habe mich tatsächlich bei den FSC, also bei dem Flugsimulator Club Deutschland, die hatten ihre Flugtage jetzt in Oberschleißheim, da war ich mit Tommy und André zusammen und da haben wir uns mit den Jungs da unterhalten und da waren zum Beispiel auch zwei ehemalige Redakteure von Simflight.de, vielleicht schauen sie ja zu, der Peter Dimitris oder Dimitris, ich weiß es nicht genau, Entschuldigung, und der Michael Marx und die beide fliegen tatsächlich im VR, was nochmal der Next Level ist, ja. Und die beide sind begnadete Hubschrauberpiloten. Speziell jetzt eher, würde ich mal sagen, der Peter, ja, so. Deswegen nutzt er den DCS und fliegt damit auch durch die Gegend, ja, und macht da auch wirklich, fortgeschrittene Fliegerei, ja, was ja bekannt ist, weil der DCS ja ein Simulator ist, der ja gerne gelobt wird, was die Dynamiken angeht, Flugdynamiken angeht, also speziell auch im Hubschrauberflug. Und der hat eben erzählt, dass, er da ziemlich begeistert davon ist, wie das Ding im DCS ist, auch mit der Feuerbrille. Und er meinte aber auch im MSFS, also auch die normalen Hubschrauber, fühlen sich irgendwie komisch an und es ist irgendwie nicht so richtig, richtig geil. Ja, so. Also von dem her, schwer zu sagen. Wie gesagt, er ist da erfahren, er fliegt auch in so einer Kunstflug-Hubschrauberstaffel im DCS mit. Also der hat schon drauf, ja. Und wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das so ein bisschen, auch wenn ich ihn erst da kennengelernt habe. Aber er macht jetzt nicht auf mich einen Eindruck, jetzt ähnlich wie ich, ein Totalschwätzer, ja, sondern tatsächlich jemand, der so ein bisschen fundiertes Wissen hat. Ja. Und entsprechend dessen, ja,
ist das schon ein bisschen vernichtend für den MSFS. Allerdings ist es auch so, dass man ja auch sagen kann, okay, gut, das ist nur ein Standardflieger. Ja. Braucht man das da letzten Endes, dass das so vollendet ist? Ich kann es ja auch von normalen Flächenflug zeigen. Ja. Da ist es ja genauso. Ja. Da haben wir ja das Gleiche, ja, bei Flächenflugzeugen, dass letzten Endes die jetzt nicht unbedingt alle so mega gut umgesetzt sind, mit Ausnahme von der A310 jetzt, die jetzt rausgekommen ist, aber die auch, wenn man ehrlich ist, nicht von MSFS entwickelt wurde oder von Asobo, also von Microsoft, nicht von MSFS, sondern die wurde entwickelt von Inibuild und das schon damals im X-Plane und entsprechend dessen, ja, müssen wir mal abwarten, was die nächste Hubschrauber bringt. Wie gesagt, den Heli, was ich jetzt hier fliege, die H145 beziehungsweise die H125, beziehungsweise die H145 von High Performance Group, die haben es echt drauf, die sind echt gut, die Karren, ja, und die bocken auch. So, da ist die Hörnli-Hütte, man sieht sie schon, ein wirklich challenging Approach oder Approach, Flug, Anflug, denn die Plattform ist wirklich super klein, ja, so, also die ist echt mega, mega klein. Ihr seht es auch so ein bisschen, dieser Beton-Vorsprung, der da ist, ja, und dann haben wir da rechts, also am rechten, die rechte Hälfte, wenn man so möchte, davon, die ist letzten Endes ja, die Landeplattform. Ist nicht so einfach, da zu landen. Wir versuchen das mal, also bisher hat es immer geklappt, natürlich heute wird es wahrscheinlich nie genauen, aber die anderen Landungen waren auch okay, deswegen tasse ich mich da langsam ran. Wenn man natürlich die Videos von der RZMAT sieht, ja, die ballern da volle Pulle mit gefühlt 300 Knoten bis vor der Platte da an und bremsen da richtig schön ab, ja. Das kann ich leider noch nicht, da fehlt mir noch die Übung. Aber ich versuche jetzt mal das Ganze nicht allzu sehr verkacken. Ja, würde ich mal sagen, das hat geklappt. Und ja, muss nochmal einen Applaus rausholen, komm. So, für jeden, der sich jetzt denkt, oh, du Vollidiot, das kann ich doch auch, ja, bitte nachmachen, ja, bitte machen Sie das nach. Es ist tatsächlich, ohne mich jetzt hier zu viel zu loben, aber nicht unbedingt allzu einfach, so eine Landung hinzubekommen, ja. Genau, hier die Hörnli-Hütte, ja, oder Hörnli-Hütte, ist vor allem halt für Leute, die das Matterhorn besteigen möchten, ja, die laufen dann quasi in Zermatt los, tun sich hier hochkraxeln, wenn man so möchte, ja, an dem Grat entlang, gibt mehrere Wege, ja, und die Hörnli-Hütte dient unter anderem eben, um zu nächtigen hier, um dann, wenn man das möchte, aufs Matterhorn, ob man ganz hoch kommt, weiß ich gar nicht mal, ja, aber zumindest mal nach oben hin steigen kann, ne? Also schon ziemlich eindrucksvoller Berg, ja, einfach allein von der Form, und es ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, der höchste Berg der Schweiz. Wenn es nicht der höchste ist, was ist hier los? Oh Gott! Okay. Hat man nicht gesehen. Der höchste Berg der Schweiz. Bin ich jetzt echt gegen die Flight Controls aus Versehen gekommen beim Rumglotzen oder was? Was war denn das jetzt? Das war jetzt gerade seltsam, oder? Also ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Wie gesagt, das habe ich jetzt vorm Update nicht gehabt, aber ich habe das Gefühl, wenn ich den Collective ganz runtersetze, der Hubschrauber ein bisschen leicht wandert, ja. Und das ist wahrscheinlich jetzt passiert, deswegen ist er von der Plattform gefallen. Und während ich da am Schauen war, das kann vielleicht am Update liegen, müssen wir mal gucken, müssen wir rausfinden. Ja, Jonas, das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Ja, vielleicht fliegt sich ein echter Hubschrauber auch so, ich sage jetzt mal, schwammig. Ja, also da oben ist die Hörnli-Hütte. Wir sagen auf Wiedersehen und verabschieden uns. War eine Windböe, ja? Okay, kann man so sagen. Verabschieden uns. Und vielleicht ist es tatsächlich so, ja, dass sich ein echter Hubschrauber auch so schwammig fliegt. Wobei, dann würde ich, also als, wie gesagt, Laie, ja, als Simulant, wenn man so möchte, ja, sagen, dass tatsächlich die Rotorcraft oder Rotorsim, H145 oder die von High Performance Group, sich tatsächlich besser fliegt. Denn die Standard-Hubschrauber, ich kann sie nicht kontrollieren, das ist ganz seltsam. Also der macht irgendwie nicht nachvollziehbare Dinge. Das hier wirkt authentischer. Was jetzt richtiger ist oder korrekter ist, das kann ich leider nicht beantworten. Ja. God-Mode angewiesen oder warum ist nicht kaputt gegangen? Ich habe gerade tatsächlich Crashes ausgeschaltet. Einfach aus einem ganz, ganz einfachen Grund.
dass wenn du auf, zumindest war das früher so, in welchen Szenerien hast, also von alten Simulatoren kenne ich das, ja, zum Beispiel FS 2004 oder FSX oder whatever, ja, dass man da letzten Endes das Problem hatte, dass wenn die Szenerie irgendwie einen Fehler hat, also ein unsichtbares Objekt, du bist da reingerollt, bumm, Crash, Flug zu Ende, ja. Also wegen dem Szeneriefehler. Und deswegen habe ich das seit jeher einfach so, dass Crashes deaktiviert sind. Ja? Und normalerweise, wenn ich crashe, also ich crashe eigentlich nie, ja, so, also ist mir noch nie passiert, außer jetzt, ja, ist das auch deswegen nicht relevant für mich. Ja, so. Ja, also das ist der Hintergrund letzten Endes zum einen. Und zum anderen auch Crashes mit anderen Flugzeugen waren auch früher in alten Simulatoren das Problem. Ja? Wenn du auf Watzim oder auf Ivaro geflogen bist und dir ist irgendein Honk einfach durch dich durchgerollt, bumm, Flug beendet und du standst noch am Gate, ja, und hast die Flugvorbereitung gemacht. Ein bisschen kacke, ja, so, also von dem her, das ist so der Hintergrund, ne, warum ich das zumindest damals abgeschaltet habe und seitdem eigentlich immer drin habe, ja, und eigentlich das auch jetzt nicht großartig, ich sag jetzt mal, vermisse. So, da unten ist die RC-Matt, ich versuche das mal so ein bisschen zu erhaschen, wenn dann jemand links unten durch die Pedale, also quasi das Fenster links unten schaut, ja, da müsste jetzt gleich die RC-Matt zu sehen sein, da ist nämlich der Bahnhof oder Teile des Bahnhofs. Und ich versuche das mal so ein bisschen zu... Ja, da ist die erstmal. Jetzt sieht sie. Da unten ist sie. Genau, da hat man sie kurz gesehen. Jetzt sieht man sie auch noch links im Fenster da. Also die Zermatt-Basis. Ne? Da waren wir ja vorhin. Und aufpassen, dass man hier nicht im Berg reinfliegt. Ja. Da waren wir vorhin. Und fliegen jetzt runter Richtung Spital Visp. Oder Fischp, wie der Schweizer sagt. Hoffe ich zumindest. Ja. Landen dort auf dem Spital. Und vielleicht wechseln wir dort oder, wie gesagt, in Gampel am Heliport kurz auf dem Standard-Hubschrauber. Ja, ist vielleicht sogar gar nicht mal so verkehrt, wenn wir den für den Leck nach Sion nehmen, weil da ist große Betonfläche, was jetzt quasi die Landemöglichkeit angeht, weil Sion ist ja ein Flughafen, Verkehrslandeplatz, da sind natürlich mehrere Heliports. Und da ist es dann vielleicht nicht ganz so dramatisch, wenn man jetzt nicht unbedingt das Landepad trifft. Bisher sahen alle Landungen gut aus, nur wie gesagt, der Hubschrauber wandert so ein bisschen, habe ich das Gefühl, seit dem Update. Und entsprechend dessen kann es durchaus daran liegen, dass er jetzt eben von der Plattform gefallen ist. Gut, also wir sind jetzt hier runter schon aus dem Zermatt heraus, unterwegs Richtung Fischp. Ne? Ihr wisst es ja, vorhin sind wir die Strecke hochgeflogen, dauert jetzt so, ich sag mal, gute fünf Minütchen. Und falls ihr jetzt sagt, okay, Hubschrauber fliegen, absolut nicht so mein Ding, ja, da habe ich keinen Bock drauf, aber ich möchte mit einem Flächenflugzeug mit einsteigen, könnt ihr das machen, weil die nächsten zwei Lecks, die wir jetzt gleich fliegen, nach dem Spital, da kann man auch in der Nähe, zumindest hier und so weiter, mit einem ganz normalen Fliegerchen tatsächlich ohne Probleme landen, ja. Apropos ohne Probleme, ich kann mal ganz kurz reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schaffe hier während dem Flug, aber es sollte eigentlich gehen. Was unser Streaming-Kalender sagt, dass ihr einfach mitbekommt oder einfach wisst, wer wann als nächstes streamt. Moment, ich muss kurz gucken, ich bin ein bisschen Overspeed hier. Uiuiui. Ein bisschen langsam machen. Also, nächste Woche gibt es den nächsten Ausflug, denn der findet immer Montag statt, wie ihr wisst. Und da wird wieder der Tommy streamen, und zwar um 20 Uhr. Und zwar mit einer Boeing 737, ich gehe mal davon aus, die PMDG-Kiste. Und einfach von A nach B in Europa mal eine Strecke vorstellen mit Funk und Pipapo. Vielleicht komme ich da mit zum Funken, wenn irgendwie was ist oder so weiter. Vielleicht schaffen wir das irgendwie, mal schauen. Also da zeigt ich euch nochmal die PMDG-Karre und da legen wir vielleicht, weil PMDG kennt ja jeder, ja, aber da legen wir ein bisschen Fokus, so ein bisschen, ich tue jetzt mal eine Steilvorlage für den Tommy machen, ja, ein bisschen Fokus auf, ja, die Prozeduren, beziehungsweise, ja, wie bediene ich so die Kiste, ja, das macht ja jeder so ein bisschen eigen und vor allem legen wir da auch vielleicht ein bisschen Fokus, da suchen wir uns wirklich ein paar nette Szenerien aus, ja, dass ihr einfach dann auch mal was zum Gucken habt, was vor allem dann den Start- und Landeflughafen angeht. Da werden wir uns einfallen lassen. Momentan ist Europa geplant, vielleicht gibt es noch was anderes. Alles weitere liest ihr auf cruiselevel.de. Ne? Eine Woche später ist der André dran, den kennt der ein oder andere vielleicht aus Oberschleißheim oder aus dem anderen Podcast dabei. Auch dann mit Webcam sogar. Man kann ihn sehen. Ist ein hübscher Kerl. Also braucht sich nicht zu verstecken. André, du kleine geile Sau. Und der fliegt die CRJ von Aerosoft. Denn die, muss man ehrlicherweise sagen, haben der Tommy und ich damals noch bei Simflight, als das der MSFS ganz am Anfang rauskam, oder war das Cruise Level, weiß ich gar nicht mehr, haben wir die zum ersten Mal gestreamt. Und die war damals echt, natürlich der erste Payware-Flieger. Natürlich war sie gut. Aber sie hatte so ein bisschen, so ein leichtes, ja. Und mittlerweile hat sie sich aber echt gemacht und dazu wird der André ein bisschen mehr erzählen. Und dann sind wir schon am 5.12., da bin dann ich wieder dran
Und dann nochmal eine Woche später, am 12.12. kommt der Andreas. Und dann nochmal eine Woche später bin ich wieder dran. Und dann haben wir schon fast Weihnachten. Ja, also das heißt, ihr habt noch die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Montage immer was zu tun. Ja, und zwar hier beim Ausflug dabei zu sein. Und damit ihr das nicht verpasst, ganz einfach den Channel hier abonnieren. Tut nicht weh. Kostet auch nichts. Und dann seid ihr immer mit dabei. Wir freuen uns natürlich über jedes Abo und könnt dann letzten Endes ja mit uns auch zusammenfliegen. Also wenn ihr sagt, ich möchte nicht nur zusehen, sondern ich möchte auch mit den K.O. zusammenfliegen, könnt ihr das gerne tun. Die Jungs, die anderen sind auch auf dem Community-Channel bei uns auf dem Discord. Das heißt auch da, wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock, kein Bock selber zu fliegen, aber ich möchte vielleicht mit den anderen quatschen und vielleicht dabei dem jeweiligen, der fliegt, auslachen, weil er nicht landen kann, ja, oder von irgendwelchen Hotelhütten letzten Endes abstürzt. Ja. Auch das geht, ne? Also das kann man machen, kann ich euch empfehlen. Und der Tommy hat gerade ergänzt, wunderbar, ach, ich depp natürlich, ja. Den A310, nicht 737, aber eben, er hätte ihn gern gemacht, aber der ist ja noch nicht ganz bugfrei, aber vielleicht ist er ja bis nächste Woche Montag bugfrei und dann kann der Tommy vielleicht den A310 zeigen, weil das war nämlich ein Wunsch von euch und wenn nicht, dann kannst du der André vielleicht oder auch ich, also es eilt nicht, denn der A310 rennt ja nicht davon, das ist ja schon mal das Gute, ja. Okay, macht ihr mal einen Ausflug zu dritt oder so? Wäre sicher eine lustige Dynamik, sage ich mal. Tatsächlich ja, also ich werde jetzt auch gleich zu den anderen wechseln in den Discord, dass ihr die zumindest mal hören könnt. Da ist der Tommy, den kennt ihr aus dem Podcast, aber genauso auch der Philipp, der Andreas und der André. Dass ihr die zumindest mal hört. Der Julius natürlich, wie immer, ja. Die Kleinsten, die sind nie dabei. Ja, der ist natürlich Besseres zu tun, aber schon okay, ich bin beleidigt. Das werdet ihr auf jeden Fall beim nächsten Podcast oder der nächsten Aufnahme, die jetzt übrigens am Donnerstag ist, von mir definitiv hören. Und werden wir letzten Endes vielleicht das ein oder andere Mal gemeinsam irgendwo einen Ausflug machen. Ich denke schon. Vielleicht nehmen wir das sogar als Podcast auf. Kann ich mir zwar kaum vorstellen, dass es zum Hören interessant ist, aber vielleicht zum Zuschauen als so eine kleine 2-Stunden-Show mit Sicherheit eine witzige Sache. Auf was für Grafik-Setting fliegst du? Tatsächlich wirklich beschissener, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn ich mal schaue, wie schön flüssig und wie toll und wie auch immer das noch viel besser, ja, beim André oder beim Tommy und bei allen eigentlich aus der Redaktion aussieht, kriege ich immer ein Herzversagen. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich noch eine 1080 drin habe. Keine OC, keine GTX, nein, eine 1080 als Grafikkarte von Nvidia. Die fliegt jetzt im Januar tatsächlich raus, so ist der Plan. Ja. Einfach aus dem Grund, weil Januar, sagt keinem weiter, der beste Zeitraum ist, um Hardware zu kaufen, weil da einfach die Preise am tiefsten sind, erfahrungsgemäß. Wobei die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass es nicht immer so ist. Allerdings ist es so, dass ich dann einfach ja, die Grafikkarte updaten möchte und dass ich dann noch ein bisschen mehr crispy, noch ein bisschen diese Nachlader, die ich jetzt ab und zu mal habe, dass die einfach dann verschwinden und dass es dann einfach mal tipptopp ist. Also es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, ja. Aber wir können uns gleich mal die Grafik-Settings ganz kurz in Dingens anschauen. In Dingens hier im MSFS, dass ihr euch mal so ein bisschen orientieren könnt. Wie gesagt, es ist tatsächlich weniger mehr. Der MSFS als solches hat natürlich den Vorteil, dass es dann nichtsdestotrotz immer noch gut aussieht, auch wenn man ein bisschen auf niedrigen Setting ist, ja. Also danke an das Kompliment, Louis. Kann ich nur an der Stelle, ja, freut mich, dass es dir auch gefällt. Ich finde es auch okay, also, wie gesagt, es könnte noch ein Ticken flüssiger sein, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ja, dann natürlich eine gute Frage, die der Iron, oder die Iron-Ecke dann hier stellt, ja. Welche Grafik kaufe ich mir? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich bin so ein bisschen am Struggeln, denn ich bin eigentlich Nvidia-Fan, denn zum Stream ist ja die Nvidia besser. Allerdings ist es auch so, dass der MSFS natürlich die Auslastung nicht mehr so ist, wie es früher im P3D war. Das heißt, man kann trotzdem noch streamen, tue ich ja jetzt auch, ja. Ohne den NVEC-Codec, ja, sondern über die CPU. Deswegen ist es so eine Sache, welche Grafikkarte kaufe ich mir da? Wenn es nach AMD gehen würde, ist ja eine neue Generation jetzt rausgekommen. Zwar sind das jetzt noch die Top-Modelle, ich denke mal, eine 6800 XT wäre dann der Äquivalent wahrscheinlich eine 7800 XT irgendwo, ja, also in die Richtung. Oder wenn ich in Nvidia gehe tatsächlich, dann muss man fast schon die 40, ja, 80 Ti kaufen. Denn das Problem ist der Grafikspeicher, ja. Der ist hier nur bei 8 GB, also wirklich ein absolutes Limit bei der 1080. Und AMD ist bei fast allen Grafikkarten bei 12 oder 16 GB der aktuellen Generation gewesen und bei der neuen sogar noch höher teilweise. Von dem her, eine Sache, die man dann halt entscheiden muss, wenn es soweit ist. Ich weiß es nicht. Aber ich schwanke zwischen AMD und
Nvidia, logischerweise, mehr Auswahl gibt es noch nicht. Was aber vielleicht ist, für die AMD sprechen würde, ich habe hinter mir einen Rennsimulator, also quasi so mit drei Bildschirmen, einen Autorennsimulator, weil wir ja eben Simracen auch. Und da brauche ich auch eine neue Grafikkarte. Und deswegen könnte ich vielleicht eine AMD hier zum Testen kaufen für einen Flusi. Und wenn ich dann mit der fertig bin oder unzufrieden bin, kann die immer noch zum Rennsimulator wandern, weil da hätte ich dafür auf jeden Fall Verwendung und könnte dann hier auf eine Nvidia upgraden. Zum Beispiel, ja, also das ist eine von vielen Gedanken, die ich mich so in den letzten Wochen verfolgen, wenn man das so möchte. Ja, so. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich muss mich kurz einmal konzentrieren. Da vorne ist das Spital, man sieht es auch schon auf 12 Uhr. Ja. Die roten Flächen da vorne. Wenn man jetzt quasi das Cockpit so in die rechte Ecke nimmt, oben, ja, und da sieht man so zwei Kreuze drauf und da versuche ich jetzt mal auf dem rechten zu landen. Oder wir können auch das linke anpeilen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, rechts oder links, weil ich es noch rechtzeitig lese, entscheide ich mich dann für eine von beiden. Und versuche dann letzten Endes die richtige zu erwischen. Was ich gerne mache, ich fliege immer so ein bisschen quer an, dass ich am Cockpit vorbeischauen kann. Ja, ich kann natürlich auch hier so rausgucken. Einfach um dann letzten Endes ja ein bisschen mehr vom Landefeld zu sehen. Habe ich übrigens bei den zahlreichen Reportagen von der Air Zermatt auch so gesehen, dass die Kollegen, oder Kollegen sage ich schon, ja, Kollegen sind das nicht, ja, aber dass die Piloten gerne da so machen. Oh, ich sehe gerade, der Hubschrauber, der will nicht so ganz in die Richtung, in die ich will. Jetzt versuchen wir das Ganze mal zu korrigieren und gehen jetzt mal erstmal runter und bremsen die ganze Bude mal ab. Bisschen Höhe verlieren. Gut, es hat keine rechts oder links geschrieben, dann entscheide ich mich jetzt einfach für rechts. Macht auch nichts. Und dann versuchen wir mal da auf dem Helipad zu landen und dann versuchen wir das mal von außen zu beobachten, ob er dann wandert. Also meine Vermutung, die ich hatte, ne? dass der Hubschrauber tatsächlich so ein bisschen anfängt zu wandern, obwohl er im Leerlauf oder sag mal ganz weit unten von der Leistung ist. Ja. Soll ich aufpassen, dass man hier keine Delle in die Patientenzimmer reinzimmert. Ja, das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Der Schatten ist schön zu sehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das war nix, ne? Also sag ich mal nix. Ja, wobei, guck mal. Schaut doch gut aus. War ein bisschen komisch, ja? War nix. Scheiße. Ja, manchmal, ne, denkt man sich, guck mal, hier ist so ein riesen Helipad, ganz einfach und voll niedrige Höhe, voll easy zu machen und dann, wenn da oben auf der Hörnli-Hütte, kriegst du es perfekt hin und hier nicht, ne? Aber okay, gut. Wir sind nicht ins Gebäude reingeknallt, es war ein bisschen ruppiger, aber ist okay, ja. Preis-Leistungsmäßig sollen ja die neuen AMDs, den neuen Nvidias deutlich voraus sein. Ja, also ich fliege ja auch nur in 2K, ja, das darf man auch nicht vergessen, das heißt, in 2K brauche ich auch keine 4090, ja, sorry, brauche ich nicht, ja, links, rechts, sorry, habe es zu spät gelesen, ich glaube, ich habe den Stream auch nicht auf extrem Kurzlatenz eingestellt, deswegen sehe ich auch euren Chat ein bisschen später, das ist vermutlich mal ein Fehler von mir gewesen, aber nichtsdestotrotz, ihr wolltet die Hardware oder die Einstellung sehen, das kann ich mal ganz kurz machen, ist wie gesagt nichts Besonderes, ja, also die Grafikeinstellung, ich tue jetzt mal so langsam runterscrollen, dass ihr einfach mal so ein bisschen seht, wenn ihr was euch gefällt oder wie auch immer, ja, einfach ein Screenshot machen, beziehungsweise einfach im Anschluss nochmal anschauen und dann kann man sich das letzten Endes übernehmen, wenn das möchte, ne? Also es ist jetzt weder super hoch noch super schlecht. V-Sync habe ich aus, einfach aus dem Grund, weil ich einen G-Sync-Monitor habe, ja, und der letzten Endes das macht, ja, für mich, deswegen ist das kein Problem, dass man da letzten Endes V-Sync ausmacht. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob der Jürgen schon wieder unterwegs ist. Oder ob er, naja, der kommt, glaube ich, gerade. Ja, das ist unterwegs, ja. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal weiter. Der Jürgen kommt uns ein bisschen entgegen. Fliegen wir mal weiter in Richtung Gampel. Dann kann der Jürgen da aufschließen. Und dort wechseln wir auf den Hubschrauber. Bis dahin sollte auch dann der Jürgen da sein. Und können dann letzten Endes mit dem Standard-Hubschrauber beschäftigen des MSFS. Und zu sehen einfach jetzt mal im direkten Vergleich, kann die Bude was oder kann sie nöscht, ne? So. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, Moment, hier ist irgendwie ein Kabel eingeklemmt. So, jetzt. Ein bisschen weiter weg hier von dem Gebäude. So. Und wir düsen los in Richtung Fisp.
Oder Fischb. Schon beeindruckend hier, ne? Die Gegend, also mit den Bergen, gut, das sowieso, ja. Das ist ja grundsätzlich beeindruckend, Berge. Aber auch halt einfach, ja, die Landschaft, also wie das hier alles gebaut ist, ne? Und die Stadt und so weiter. Also ich finde, das Wallis hat schon was, ja. Kann ich nur empfehlen, ja. Also wenn ihr Bock habt auf den Urlaub mal woanders, ja. Und jetzt sagt, ich möchte nicht irgendwo hinfliegen, ja, kann ich nur empfehlen. So, wir fliegen jetzt gleich auch über im schöne Wallis. Ja, so ist das im Wallis. Jetzt fliegen wir gleich nochmal über die Erze Mud Base. Die zeige ich euch gleich nochmal. Der Jonas sagt, ja, G-Sync im Ladesequenzen. Kurz im Ausdruck gleich. Ja gut, im Ladesequenzen habe ich das tatsächlich auch ab und zu mal. Aber da juckt es mich ehrlich. Oh Gott, ich bin viel zu schnell. Da juckt es mich aber tatsächlich nicht. Da ist es mir eigentlich fast egal. Ja. Von dem her soll es doch von mir aus gerne da ruckeln. So, da unten ist die Erze Mud Base. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir die noch so ein bisschen ins Bild bekommen. Da unten seht ihr es. Ja, die roten Punkte da, da sind wir vorhin gestartet. Und wir fliegen jetzt nach Gampel. Das ist, ja, ich würde mal sagen, 2-3 Flugminuten entfernt zum nächsten Heliport. Dort landen wir und dann wechseln wir auf den anderen Hubschrauber. Das hier ist übrigens der Überbleibsel vom Flugplatz Raron, wo es früher mal Militäraktivität gab. Mittlerweile ist es nur ein reiner GA-Flugplatz. Die Bahn ist auch gekürzt. Ja, und das Witzige am Bahnende ist auch, wie hier umgesetzt stehen, dass sich jetzt Hallen. Veranstaltungshallen und Fabrikhallen. Das heißt, wenn man da landet, sollte man aufpassen, dass man rechtzeitig zum Stehen kommt, weil sonst gibt es eine Delle in der Halle. Ja. So. Wie viel sind wir in der Zeit? Ah ja, wir sind jetzt gut in der Zeit. Jetzt haben wir echt wirklich Gas gegeben. Das sieht echt okay aus. Da muss ich gleich mal meinen Nacken strecken. Ai, ai. Vom Hubschrauber fliegen kriege ich immer so einen steifen Nacken. Das Wallis ist übrigens eine schöne, also im Sommer wie auch im Winter empfehlenswert, beides geile Zeiten, um im Wallis hinzufahren. Aber im Sommer vor allem eine, weiter unten in Richtung Sion, werden wir auch später ein bisschen sehen. Vor allem eine Weingegend, ja, die ziemlich guten Wein produziert. So, das erste, was mir auffällt, also Hubschrauber sind ja so gebaut, ja, wenn man die in Reiseflug und in einer entsprechenden Geschwindigkeit fliegt, ja. Haben ja hinten auch ein Seitenleitwerk, das ist so angestellt, ja, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit man eigentlich im Prinzip die Pedale in der Neutralstellung lassen kann und das Seitenleitwerk übernimmt den Ausgleich, ja, aufgrund des Fahrtwindes. Das ist in der H145 so umgesetzt, ja, von HPG, High Performance Group. Es ist hier in der Freeware Rotosim 145 umgesetzt, es ist genauso auch in der R44 umgesetzt. Außer den Standardfliegern. In den Standardhubschraubern muss ich im Cruise ständig auf ein Pedal drücken und irgendwie so komisch hin und her. Es macht einfach keinen Sinn, ja. Also, weiß ich auch nicht, ja. Es ist ein bisschen seltsam, ja. Also, von dem her. Ja, Vampire Hunter Bases, ja. Weiß ich nicht, müsste, glaube ich, so gewesen sein. Aber vielleicht kann das dann ein Schweizer beantworten. Nicht nur der Nacken. Ja, ja, Tobi. So, was haben wir jetzt hier? So, jetzt versuchen wir mal kurz zu landen. Gampel Heliport ist ein ganz kleiner Heliport. Der ist auch schon da auf 12 Uhr für uns. Ist ein ziemlich markantes Gebäude, was schön blau ist. Ja. Hat einen Helipad und ich glaube nebendran aber auch nochmal einen. Das heißt, wir landen so ein bisschen versetzt. Beziehungsweise spielt eh keine Rolle, weil mein Flusi jetzt gleich den Hubschrauber einmal neu auswählen. Und wir warten dann kurz auf den Jürgen. Aber ziemlich markantes Gebäude, also es ist sehr bunt, gehört auch zu RC Matt mittlerweile, glaube ich. Schauen wir es mal nochmal ein, mal ganz eine Heile runterkommen. Und dann fliegen wir weiter ins Wallis. Und ihr seht auch schon, wenn ihr ins Tal runterschaut, ja, ist es halt so, dass sich da das immer weiter erweitert. Ja, also es wird immer größer, das Tal. Mal aufpassen, dass wir das Haus nicht erwischen, was hier im Anflug war. Der Andrin, der weiß Bescheid. Da seht ihr auch ein schönes Bild von der Erzermatt drauf. Also es ist ein ziemlich cooler Heliport, deswegen habe ich den ausgewählt. Ist eine schöne Freeware, ne? Also nicht alles, was wir heute fliegen, ist Payware, sondern das hier ist zum Beispiel eine Freeware. Oh, die Lampen sind sogar angegangen. Cool. Das heißt, man wird hier tatsächlich auch noch begrüßt. Versuchen wir das Ganze auch mal ein bisschen gescheiter zu machen. Hier schön gerade ausrichten.
Sind wir unten? Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich bin jetzt hier unten im Leerlauf. Man kann ja mal kurz als Referenz hier unten zum Beispiel. Schauen wir ganz kurz. Für einen Moment als Referenz. Hier, das, die hintere Kurve ist so, kann man sagen, der Coole vom Haar drinne. Ja, so. Schau mal, ich bin jetzt mal hier nichts, ne? Ich bin jetzt hier auf dem Boden. Jetzt schauen wir mal gleich, ob hier ein bisschen Bewegung drin ist. Kann auch sein, dass der Wind vorhin runtergedrückt hat. Ich weiß es nicht. Ja, so. Also hier hast du die Antwort vom anderen. Es waren die Vampire Hunter. Die standen da unten. Ja, neben uns, also habt ihr vielleicht jetzt im Anflug gesehen, war auch ein Airfield, was geschlossen ist mittlerweile. Das ist komplett zu. Ja, das ist nicht nur verkürzt, sondern komplett zu. Und da unten ist es so, dass da gar nichts ist. Eine Teststrecke für Autos. Da fahren ein paar Autos immer durch die Gegend. Das Interessante ist auch, da ist irgendein so komischer Schriftzug. Mein Mann oder irgendwie sowas drauf. Sieht man auf Google Maps sogar, wenn ihr da reinzoomt. Ja, also wenn ihr Heliport Gampel eingibt, seht ihr nebendran diesen alten Flugplatz und da steht irgendwie so ein großer Schriftzug. Ich meine, auf Google Maps ist das noch so. Was auch immer das soll, keine Ahnung. Ja. So, da würde ich sagen, okay, bewegt sich natürlich jetzt nicht. Wir wechseln mal ganz kurz zur Standard-Hubschrauber. Und nehmen da die Bell, ja. Einfach weil ich die vorhin kurz einmal Test geflogen bin. Die ist, wie gesagt, vom Flugverhalten ein bisschen komisch, ja. So richtig nachvollziehen konnte ich das nicht, ja, weil sie einfach im Cruise nicht das Drehmomentausgleich hat durch die Finne. Ja, vielleicht ist es aber auch so bei der Bell, bei der echten so, dass man da auf dem Pedal bleiben muss, ja. Keine Ahnung. Schwer einzuschätzen, ob das daran liegt oder ob das was anderes ist. Ja. Kann ich das nicht. Das ist übrigens ein geiler Flieger. Hubschrauber, den will ich euch irgendwo auch mal zeigen. Passt heute nicht so ganz ins Wallis, aber kann ich auch an der Stelle nur empfehlen. So, das ist die Standardkiste. Da nehmen wir einfach, was weiß ich, für eine Bemalung, keine Ahnung. Hier rot, kommt, das sieht so ein bisschen rot aus. Ja. Also im Sinne von passend zum RC Matt. So, jetzt gehen wir hier kurz auf den Gampel Heliport. Set das Departure, Conditions lassen wir alle gleich, das passt, und drücken auf Fly. Und dann müsste auch in Kürze gleich der gute Jürgen bei uns mit auftauchen. Und dann können wir zumindest mal ab da gemeinsam weiterfliegen. So, schauen wir mal, ne? Oh, jetzt ist hier Winter. Das machen wir mal kurz weg. Ich finde, das war mit dem MSFS trotz guter Winterdarstellung immer noch nicht so schön wie im Sommer. Deswegen für Hubschrauberfliegen im Sommer ist es ganz nett. So, hier sehen wir uns. Das ist die 407, wie gesagt, der Standard-Hubschrauber. Sieht solide aus, ne? Also ich meine, letzten Endes auch die anderen Standard-Helis oder Fliegerle, die jetzt da auch von Asobo kommen, waren ja nie schlecht. Ja, so, das sagt ja auch niemand. Haben immer getaugt. Ja, ich bin disconnected. Warum bin ich disconnected? Ah, jetzt bin ich wieder connected. So. Die waren nie schlecht, ja. Nur gibt es halt ja, bessere auf gut Deutsch. So, jetzt schauen wir ganz kurz. Wo der. Das kann man ausmachen für den Moment. Wo der Jürgen ist. Also, wir sind connected. Schauen wir ganz kurz, ob er auf der Karte erscheint. Ah, guck mal, da müsste er gleich da sein. Ist quasi im Endanflug. Das hat wunderbar geklappt. Oder er ist eins weiter hinten. Da müssen wir jetzt mal gleich gucken, wer da jetzt gleich ankommt. Dann positionieren wir uns mal ganz kurz hier. Ah, da kommt schon einer. Direkt oben drüber. Hier das ist richtiger Hubschrauberverkehr. Ah, der vordere bin ich. Das ist der andere. Ja, komm, dann zeig mal, wie du landen kannst. Landieren. Platz ist ja noch genug da.
Die 407 tatsächlich war der erste Bell-Hubschrauber, deswegen ist sie auch umgesetzt worden, beziehungsweise damals war es die 206, ja. Aber im Prinzip ist das die Hubschrauberfamilie, wenn man so möchte, die sich dann ja weiterentwickelt hat, ja. Aber der Bell 206, der Jet Ranger, ja, war tatsächlich der allererste Hubschrauber im MSFS. Und hat jetzt quasi wieder so eine Renaissance, wenn man so möchte, im Hubschrauber, im MSFS, genau wie viele bekannte Szenen in Maxfield, ne, die jetzt mit eingebaut wurden und, die jetzt in dem Jubiläum dabei waren. Ne? Ja, die FS-98 war es. Oh, das sieht gut aus, Andrin. Da kann einer Hubschrauber fliegen. Wahrscheinlich mit allen Hilfen an, ja. Aber aufpassen, den Zaun nicht mitnehmen, Freundchen. Zaun! Aber da ist einer hier. Ja, meine Freunde, so fliegen die Schweizer im bei der Zermatt, oder? Da wird halt im Zaun gelandet. Dann sieht es halt so aus. Das ist halt nicht gut, hä? Kleines Problem. Gut. Dann schauen wir mal ganz kurz nochmal, wie weit der Jürgen ist. Jetzt wird hier korrigiert. Das Ding ist, ich habe die Gampel-Szenerie nicht installiert. Ja, das ist natürlich ein Problem. Versuch dich mal zu orientieren an meiner Position. Guck mal, jetzt aber. Alter, so. Das sieht gekonnt aus. So, dann warten wir noch auf den Jürgen, weil der ist nämlich jetzt gerade kurz vor, guck mal, das ist echtes Schweizerdeutsch, ja. Also für alle, die jetzt, oder für alle, die mich aus dem Podcast mit meinem dummen Gelaber hören, ja, so, Gott sei Dank nehmen mir jetzt die Schweizer nicht übel. Ist auch ein sehr sympathisches Volk, mag ich auch gerne. Ich habe eine Zeit lang da gewohnt in der Nähe, beziehungsweise auch im Wallis Bekanntschaft gehabt, deswegen war ich da auch sehr oft, ja, und habe da eine gewisse Liebe dazu, ja. Und deswegen weiß ich, dass die Schweizer gerne mal ein Späßchen mitmachen, wenn man eben versucht, sie nachzumachen und es einem nicht übel nehmen. Aber wenn man richtig Schweizerdeutsch lernen will, ja, dann muss man hier von Claudius Digitales Lichtspiel, der hat übrigens sehr toller Name, ja. Also Andrin, noch ein bisschen üben, kommt gut, lesen kann, ja. So sieht es nämlich dann aus, wenn man das versucht auch noch zu schreiben, ja, was ich absolut nicht kann, ja. Genau. So, der Andrin hebt wieder ab. Schau mal, wo der Jürgen bleibt. Der müsste nämlich gleich im Endanflug sein oder zumindest mal nicht allzu weit entfernt. Und ich hoffe, der Jürgen hat hier eine Szenerie installiert, weil das ist eine Freeware, Jürgen. Wehe, du hast nichts installiert. Da haben wir nämlich ein Problem. Schauen wir mal, wo der ist. Der müsste eigentlich, ja, der ist hier kurz vor knapp ist er da. Schauen wir mal. Der Andrin düst da schon wie so eine verrückte. So, der müsste jetzt gleich kommen. Ah, da kommt er gleich. Direkt über uns. Ne, da vorne ist er. Entschuldigung. Ich zoome mal rein, dass ihr ihn sehen könnt. Da kommt er angeflogen. Und jetzt schauen wir mal, ob das diesmal. Besser wird als vorhin bei der RZ-Matt, denn da sah es ein bisschen ruppig aus. Aber macht ja nichts, ja, so. Jetzt schauen wir mal gleich. Müsste in Kürze unten kommen. Jürgen, falls du mich noch hörst rechtzeitig. Schön, dass ihr ein paar Hubschrauber sind. Ich dachte, ich werde an Leine fliegen, weil Hubschrauber ist nicht jedermanns Sache. Vor meiner Nase landen, dann bist du genau auf dem Helipad, falls du die Szenerie nicht hast. Oh, das sieht stabil aus. Der Jürgen, der ist einfach ein Hubschrauberfuchs. Ne? Das kann man ihm einfach nicht übel nehmen. Ja? Also, wenn es einer kann, dann der Jürgen. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, wie er da reinzirkelt. Der Hubschrauber macht auch kaum bis gar keine Faxen. Bleibt nicht hinten am Zaun hängen, wie es der Andrin gerade eben gemacht hat. Die kleinen Wackler, die sind natürlich Watzim, logischerweise. Boah! Alter Schwede, Jürgen. Da kriegst du jetzt.
Das ist tatsächlich ein Applaus wert. Und da kommt der André auch nochmal. Dann schauen wir nochmal die Landung an. Und dann würde ich sagen, geht es gleich weiter. Und wir fliegen Richtung Sion. Das sollte ja jetzt für die beteiligten Hubschrauberflieger nicht das Problem sein. Und vielleicht hast du auch Lust, uns in Sion zu begrüßen. Also vor allem auch an die Flächenflieger. Ja. Kommt einfach ein Watzim dazu, dann berühren wir uns dort einfach. Ja. Und fliegen vielleicht eine kleine Formation mit kleinen Hubschraubern und kleinen Flugzeugen. Oder was auch immer. Ja, sehen wir dann gleich. So, der André versucht das nochmal mit dem Zaun. Also hier die Rotorblätter, ne? Da ist kein Millimeter dazwischen. Oh, sieht gut aus, André. Sieht verdammt. Oh nein! Zaun! Ui, egal, wir sind unten. Gut, wir sind alle drei unten, würde ich sagen. Dann geht es weiter Richtung Wallis. Nicht Richtung Wallis, also Wallis immer schon, sondern Richtung Sion, das wollte ich sagen. So. Schauen wir mal. Also der Hubschrauber fliegt sich komplett anders. Was schon mal besonders hier ist, das erzähle ich euch gleich, ich muss mich kurz konzentrieren. Dieser Hubschrauber fliegt sich, also der rotiert oben in die andere Richtung. Der Rotor. Und deswegen fliegt er sich anders wie der andere Hubschrauber gerade eben, denn ich muss jetzt beim Start nicht das rechte Pedal drücken, sondern das linke Pedal. Und was mir schon mal auffällt, sofort, ja, der Ton. Was ist denn das? Also weder von innen noch von außen hört sich die Kiste ansatzweise geil an. Ja, so. Also da muss man ehrlicherweise sagen, ist nicht so toll. Aber gut. So, und ich kenne es jetzt so vom Hubschrauberfliegen, dass man die Libelle mal versucht wegzudrücken. Ja? Das heißt, wenn die Libelle jetzt hier weiter rechts ist, ja, ihr seht es ja unten beim künstlichen Horizont. Ja? Das heißt, ich versuche es jetzt, wenn ich mal die Pedale jetzt loslasse, dann seht ihr, die Libelle wandert ja so ein bisschen nach links. Ja, wir haben eine Rotation nach rechts. So, und das heißt, ich drücke jetzt normalerweise so ein bisschen drauf und dann sollte es gerade werden, dann macht der Hubschrauber so einen Satz. Also irgendwie kann ich den richtig fliegen. Ja. Tatsächlich muss man nicht bei Watzim funken, wenn kein Lotse da ist. Ja? Also wir könnten jetzt hier auch natürlich funken auf Watzim, dann würdet ihr auch sogar auch die anderen hören. Ich kann mal kurz gucken, ob wir die Unicom-Frequenz eingedreht haben. Und dann, hoppala, und dann, ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig während dem Hubschrauber. Oh, da kommt der nächste Hubschrauber. Wird ein bisschen schwierig, das Ganze jetzt im Flug das zu machen. Ich weiß nicht, kann man das auch .com im V-Pilot geht es auch. 1.122.800. Yes, hat geklappt. Jetzt, ups, schau mal. Moment. Andrin und Jürgen, könnt ihr mich hören auf der Unicom? Five by five. Grüezi. Jo, five by five. Five by five. Wollen wir dann auf die 123.450 wechseln? Da können wir quatschen und stören keinen auf Unicom. Hoppala. So. Also, das letzten Endes, Soundoption kann sein mit den Headphones, das kann sein. Tatsächlich, dass ich das anhabe. Das nächste Ziel ist jetzt Sion. Tatsächlich, Steffen, wir sind gleich in Sion, so in 10, 15 Minuten. Also, es reicht locker, wenn man jetzt noch den MSFS anschmeißt. Und Sion, dann kann man da, vielleicht fliegen wir einen kleinen Formationsflug oder was auch immer. Und schauen uns das Ganze dann letzten Endes gemeinsam an. Ups, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt hier. Ich kann nicht natürlich fliegen und gleichzeitig erstmal. Radio Check auf der 1, 2, 3, 4, 5. Jojojo. Tip top. Wie findet ihr, Jungs? Fliegt ihr auch die Standard Bell? Wie findet ihr die? Jetzt sind sie schüchtern. Ihr dürft schon antworten. Ja, ich habe einen Delay aus deinem Stream. Ich höre euch einmal doppelt. Ich finde, sie fliegt sich
erstmal gar nicht schlecht. Ich hatte bis gestern tatsächlich die Hilfen noch an, bis du es vorhin gesagt hast. Das war echt gut und habe es jetzt ausgedreht. Also ich finde es schon vom Fliegerischen vergleichbar mit der Bell 206, die ich aus dem FSX kenne. Was du gesagt hast, das Sound ist noch ein bisschen mäh, aber jetzt so von den Systemen auch und allem finde ich jetzt so ein Default-Flieger schon echt lecker. Macht Spaß. Schaut gut aus. Oh nein, beim anderen ist der SIM abgeraucht. Das ist natürlich schade. Ja, also im Prinzip, wie es der Jürgen jetzt auch gerade auf der Funkfrequenz gesagt hat, also war ein schönes Beispiel für WATSIM, ja, man kann sich da unterhalten, ist es so, dass der Flieger okay ist oder der Hubschrauber okay ist, ja, aber ich finde, guck mal, der IAT, ihr merkt es jetzt vielleicht schon, ja, letzten Endes, dass der Hubschrauber die ganze Zeit so ein bisschen unruhiger ist. Ja, ob das so gewollt ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja, aber ich muss viel mehr mit den Pedalen arbeiten. Das geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Ja, so. Levin, was ist WATSIM? WATSIM ist Virtual Air Traffic Simulation International. Muschi-Puschi, keine Ahnung was, ja. Die Abkürzung kenne ich nicht, aber wenn du einfach das eingibst, also FATSIM, so wie du es geschrieben hast, ist ein Online-Netzwerk, wo man quasi zusammen fliegen kann. Und wenn man jetzt, wie ihr gerade jetzt gehört habt, ja, also ich habe jetzt den Funk, ja, machen wir nochmal jetzt kurz mal ein kurzes Funkbeispiel mit dem Jürgen, jetzt unvorbereitet. Was machen wir da? Keine Ahnung. Hotel Bravo, Sierra Charlie Lima, Radio Check. So, da habt ihr jetzt mal ganz kurz gehört, wie sich das anhört. Also ihr habt sogar echte Funkfrequenzen, auf denen ihr quasi mit anderen Leuten labern könnt. Ja, unter anderem, jetzt sind wir auf einer Frequenz 1, 2, 3, 4, 5, da stören wir keinen. Also auf der Laberfrequenz, wenn man so möchte. Übrigens, das ist, glaube ich, Sitters hier. Ne? So mal ganz nebenbei gesagt, aber das ist jetzt nicht relevant. Doch, ja, ist es ja. Also hier sind wir jetzt übrigens schon im französischen Teil der Schweiz. Ja. Ab hier geht es los, ein Ort früher. Und da könnt ihr aber auch mit Lotsen, also können sich Lotsen auch online verbinden und dann letzten Endes mal das Ganze dann letzten Endes, das drücke ich hier falsch rum, und da kann man mit den Lotsen quasi dann auch sprechen und die Lotsen ein, wie echte Lotsen man das kennt, ja. Also ein Online-Netzwerk und weiterzumachen. Und der Tommy hat es gerade geschrieben, ja, er fliegt nächste Woche auf WATSIM. Also wir fliegen eigentlich immer auf WATSIM, nur jetzt fliegen wir hier nur VFR durch die Gegend. Da ist jetzt quasi WATSIM, ja, fast unrelevant, weil eben die Lotsen letzten Endes, alle eher an größeren Flughäfen sind und jetzt hier nicht in der Pamperei, ja. Deswegen tangiert es uns so gesehen gar nicht, ja. Aber nächste Woche fliegt der Tommy eben auf WATSIM, vielleicht mit dem A310, vielleicht aber auch nur mit der Boeing 737 von PMDG. Und dann könnt ihr euch mal anhören, für die, die es jetzt noch nicht kennen, ja, wie so ein Flug im Online-Netzwerk WATSIM letzten Endes sich anhört. Ziemlich coole Sache, kann ich nur mal sagen an der Stelle. Ja. Bockt ziemlich hin. Also wir sind in der Zeit, ich muss ehrlich sagen, ich habe das so ein bisschen abgeschätzt, in der Zeit sehr gut drin. Ja. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ja, so. So, da vorne jetzt, wenn man auf 12 Uhr jetzt schon mal schaut, ins Tal reinschaut, ja, da sieht man so zwei Berge da oben, oder zwei so Huckelis, ja. Da sind zwei schöne alte Ruinen oder alte Schlösser, ehemalige. Also auch wenn man dann hier im Sion ist, ja, kann man dann da letzten Endes einen schönen Ausflug hinmachen und sich das Ganze mal dann da ansehen. Und das Geile ist an der Stelle, wenn man da auf den Ruinen oben ist, ja, und von dort aus das Glück hat, dass ein Flugzeug in Sion anfliegt, das quasi so wie jetzt hier kommt, durchs Tal fliegt, dann hat man das, was man so von manchen Reportagen kennt oder sonst was, ja, dass der Flieger auf gleicher Höhe wie ihr seid, ja, an euch vorbeifliegt und ihr den Flieger dann sogar bis zur Landung hin sogar von oben sieht. Das ist eine echt coole Perspektive. Hat man ja tendenziell, ich sag mal, eher selten, ja. Wo es einfällt, ist Hiatos so ein bisschen in Griechenland, ja. Da ist es auch nur so. Aber ansonsten ist das eher selten der Fall. Also ziemlich coole, coole Geschichte. Abgesehen davon ist hier ein ganz nettes Städtchen. Städtchen? Oh, Gott. Städtchen, was mache ich denn hier? In dem man letzten Endes ganz gut Kaffee trinken gehen kann, gut Zeit verbringen kann. Also ist ganz nett. Also wie gesagt, schaut euch mal das alles an. Und wenn ihr sagt, boah, kein Bock dahin zu fahren, dann macht das mal im Flugsimulator. Denn das ist nämlich auch, was die Landschaft angeht und was die Darstellung an ist, schon sehr atemberaubend und sieht echt gut aus. Übrigens, ich habe ja vorhin gesagt, Weinregion, ne, so ein bisschen. Man sieht jetzt auch hier so ein bisschen, ja, wenn man jetzt hier nach rechts schaut, ja, da sieht man die Weinfelder, ne? Seht ihr da oben auf dem Bergkamm, ja. Oben drüber, ich gehe mal ein bisschen hoch, so jetzt sieht man es besser. Ja. Da sieht man die ganzen Weinregionen letzten Endes, die in der Gegend relativ
bekannt sind für den Walliser Wein. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch gleichzeitig Hubschrauber fliegen können. Und dann schauen wir mal. Dann wir überfliegen jetzt gleich einmal geradeaus das Hôpital de Sion, also das Sioner Spital. Ich glaube, das ist sogar das Kantonsspital vom Wallis, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da landen wir aber nicht, sondern wir fliegen direkt nach Sion rein, weil sonst wird es mit der Zeit ein bisschen knapp. Machen dort eine kurze Zwischenlandung, schauen, ob da jemand vielleicht von euch, der ein oder andere auf WhatsApp online gekommen ist. Und werden dann von dort aus weiterfliegen zu unserem Endziel. Und zwar oben in den Bergen. Es ist eine schöne Szenerie, ein Staudamm und da ist ein Hotel und da kann man oben drauf landen. Ist ziemlich, ziemlich geil. Kann ich jedem nur empfehlen, also sich mal die Szenerien von Red Wings anzuschauen. Kostet ein bisschen Geld, ja. Aber letzten Endes eine coole Sache. So, mein Kater miaut schon wieder, der möchte raus, aber da hat er jetzt Pech gehabt. Tatsächlich fliege ich kein X-Plane mehr, um deine Frage zu beantworten. Deswegen ist das nicht mehr relevant. Und ich bin im X-Plane auch nie Hubschrauber geflogen. Ich bin immer früher im MSFS bin ich tatsächlich viel Hubschrauber geflogen. Übrigens hier links unten, ne, da sieht man das Spital. Oben im Helipad und unten auch nochmal zwei Helipads. Bisschen Umbauarbeiten hier, sieht cool aus. Und hier unten die Autobahn. Und rechts sieht man jetzt auch die beiden Berge, die zwei Huckels mit den beiden Ruinen drauf, ne, von denen man letzten Endes sieht, auf die Station, wo man runter sieht. Und dann geradeaus Richtung Sion Flughafen, den wir jetzt gerade anfliegen. Bin im X-Plane tatsächlich nie Hubschrauber geflogen, sondern eher im DCS dann. Da habe ich die Bell UH-1D viel geflogen. Und ganz früher im P3D noch, da bin ich viel BK-117 geflogen. Da gab es ja von, wie hießen die? Hubschrauber, die viele Hubschrauber gemacht haben. Von denen bin ich einige Hubschrauber geflogen. Das hat echt gebockt. Also da kann man echt sagen, das war eine coole Zeit damals. So, ich fliege jetzt einmal kurz. Ich sag das mal kurz zu den Jungs mal schnell hier. Ich fliege jetzt quasi einmal am Platz links von uns aus gesehen vorbei, drehe dann eine Schleife in der Mitte von der Bahn und lande dann im Helipad-Bereich, der quasi hier gleich am Anfang links unten ist. Jo, ich bin gerade im Pad dann. Geh dann mal auf den Feind und dann touch and go. Ah ja, ich kann nicht sehen, auf 12 Uhr genau. So, mach alles 10 Sekunden später. Gut, ich kann nicht sehen im Pattern, super, tipptopp. Also ihr seht, hier ist ein bisschen Traffic, da ist ein Flieger im Pattern, das ist wahrscheinlich der andere. Unten steht ein Flieger auf dem Boden, ja, da fliegt einer gerade an uns vorbei. Ja. Unten auf dem Boden wartet ein Hubschrauber, ein Flugzeug, ein Airbus, ja, ein Airbus. Und wir fliegen jetzt quasi einmal so eine kurze Runde hier, bremsen jetzt ein bisschen ab, nehmen jetzt ein bisschen Geschwür, hat null Verständnis für den Heli, Frechheit. Hört man den Kater? Ich weiß es gar nicht, ja. Der will raus und ich habe ihn vorhin extra reingenommen, weil ihm kalt war und jetzt will er raus, wenn ich hier streame. Aber meine Partnerin kommt gleich, die müssen ihn gleich rauslassen. Ich drehe jetzt rechts rein und gehe auf die Nordseite des Platzes, dann kannst du landen und dann drehe ich hinter dir auf den Helipad ein. Da landet er jetzt gerade, der Kollege. Jetzt ruckelt hier mein Server. Lauter als die Bell. Ja, das mag was heißen, ne? Ich lasse ihn vielleicht gleich mal raus kurz. Dann machen wir das mal ganz kurz einen Break hier, ja? So, der ist jetzt gerade hier wunderbar schön gelandet. Das schaut gut aus. Und wir fliegen einmal darüber auf die andere Seite. Steht ein schöner Flieger. Stehen sogar zwei Flieger ineinander. Macht aber nichts. Und wir versuchen jetzt da vorne mal ganz kurz vor dem Militärteil. Oh, ah, das sind auch Hubschrauber. Oh, ihr habt aber ein falsches MTL ausgewählt, Jungs. Das sieht witzig aus. Ich lande hier bei Hot, auf dem Hotpoint. So, und jetzt versteht ihr, was ich meine hier mit dem Hubschrauber. Ich blicke ihn einfach nicht. Ja? Der verhält sich so seltsam jetzt hier im Landanflug. Deswegen ist das nichts für. Oh Gott! Schwache Nerven. Ja, also eine gute Landung war das tatsächlich nicht. Tatsächlich also keiner. Das sah jetzt echt nix aus. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, wir sind alle falsch gefährlich als eine Baron. Okay, also ich sehe den Jürgen sehe ich als Hubschrauber tatsächlich. Ja, ich sehe ich alle als Beechcraft mit beim. Also ich glaube, wenn man nur das FSL nicht installiert hat, sieht man auch gar keinen Hebel.
Ah, okay. Was wir vielleicht mal in Zukunft machen können, dass wir vielleicht mal auf in der Cloud oder beziehungsweise hier selber im eigenen Flusi Multiplayer fliegen, weil dann hat man das Problem nicht, ne? Gut, macht aber nichts. Wir haben die Jungs gesehen. Ich würde trotzdem jetzt einmal, jetzt pennt der Karte hier neben mir. Ich würde jetzt kurz einmal nochmal auf die H125 wechseln. Ja? Einfach aus dem Grund. Oder wir können die H145 wählen. Komm, scheiß drauf, wir wählen die H145 aus. Jetzt habe ich die ganze Zeit gefunkt, ich Idiot. Ja? Wir gehen mal ganz kurz ins Main-Menü. Yes. Wir wählen ganz kurz die H145 aus und fliegen mit der jetzt weiter. Und die ist... Jack Güzel, ne? Also die ist echt, das ist echt ein geiler Heli. Und dann sind wir auch schon fast durch. Dann in den 15 Minuten sollten wir es hochschaffen. MSFS Multiplayer, das meinte ich eigentlich, ja. So, also ich kann wieder mal nicht sprechen, ja. Das meinte ich tatsächlich, die Multiplayer-Geschichte. Und dann kann man da letzten Endes auch mal mal kurz einen Zivilien-Helikopter, Liveries, ich weiß gar nicht, was ich da installiert habe, aber irgendwie nur Standard, egal, nehmen wir jetzt einfach so einen weißen hier, der sieht ja ganz nett aus. Select Departure. Gehen wir ganz kurz hier nach Sion und nehmen hier einfach als Departure, Select Departure, nicht Live-Wetter, Few Clouds, yo. Fly. Und dann fliegen wir im MSFS-Multiplayer gerade bei sowas, ja. So, also jetzt, wenn wir natürlich einen Flug von A nach B machen, im Sinne von, ich sag jetzt mal, IFA, ja, da macht es vielleicht keinen Sinn, aber wenn jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend daddeln, ja, kann das durchaus vielleicht mal Sinn machen, ja. Wie wir das dann hinkriegen, weiß ich nicht. Da müssen wir einfach alle Multiplayer anhaben, da müssen wir uns ja auch eigentlich sehen, ne? Das müsste eigentlich klappen. Deswegen machen wir das vielleicht bei solchen Geschichten mal. Wir müssen ja auch üben, ja. Wir machen ja nicht alles zum tausendsten Mal, sondern teilweise auch zum ersten Mal, ja. Und so ist es heute auch. So, es wird die nochmal neu kompiliert nach dem Update, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob das jetzt lang dauert oder nicht. Das ist noch die, ich habe nämlich nicht die ganz aktuelle Version, ich habe das nämlich nicht geschafft zu aktualisieren. Es gibt jetzt sogar auch nochmal eine Alpha-Version, also es müsste die 1.0 sein, die ich drauf habe. Aber es ist so, dass man in der H145 mittlerweile, oder die Jungs von der HPG, ah ja, doch, wir sind wieder da, okay, gut, haben jetzt quasi schon eine Alpha-Version rausgebracht, mit der sie letzten Endes, ja, ich sag mal, die Kompatibilität mit dem neuen Flugmodell da hinbekommen möchten. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, jetzt hier 145. Ich muss kurz einmal nochmal neu connecten, Airbus Helikopter H145, connect. Schauen wir mal ganz kurz, müssen die anderen gleich alle auftauchen. Nö. Ach, der Server ist voll. Moment, da haben sie es ganz kurz jetzt gemacht. Warte, hier ein bisschen Probleme. Eine Sekunde und dann geht's gleich weiter. Catering Vehicle muss sein, ja. So, jetzt sind wir wieder online. Jetzt sehen wir hier, da sieht man eine Baroon da oben, die da durch die Gegend juckelt. Sieht schon lustig aus. Warte nicht. So, wir schmeißen ganz kurz die Kiste an. Oh Gott, wie war denn das nochmal? Jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Battery Master on. Der Hubschrauber ist nämlich nicht ohne. Dann machen wir hier kurz mal Vollgas. Die anderen Jungs alle hier. Oh oh, wir haben glaube ich einen Hotstart. Nö. Oh, einfach nur Rauch. Okay, gut. Ich alter Hubschrauber-Experte. Ich bin die tatsächlich nur ein paar Mal geflogen. So, die ist jetzt idle. Okay, die läuft hoch. Wunderbar. Sagen wir kurz mal hier. Avionics Master on.
einen Moment warten. So, wir sind beide auf Idle. Gut, dann gehen wir auf beide auf Flight Mode. Ja, der Hubschrauber, ich glaube, meine Achse ist hier nicht richtig definiert, weil der hat jetzt auch kurz so einen Mucks gemacht, ne? Aber gut, schauen wir ganz kurz, dass wir jetzt hier müssen wir noch ein paar Sachen wegdrücken, dass es jetzt gleich funktioniert. Standby Battery off. Oh Gott, hey, das ist natürlich jetzt. Hätte einfach die Flieger gestartet wählen sollen. So, machen wir sie mal on. Geht schon mal Fehler weg. Dann, was müssen wir noch machen? Prime Pump on, Fuel Tune. Okay, die kann man ausmachen. So, das passt auch. After Forward Fuel Pump, ja, die muss man umändern. Bam, bam. Pitot Heat müssen wir noch anmachen. Da sind sie on. Was brauchen wir noch? Bus Tie Open, System 1 und 2. Wo sind die guten? Das ist natürlich, wenn man. Hilfe. Den H125, ja, der ist ein bisschen einfacher, das stimmt, ja. Ich bin, wie gesagt, erst 2-3 Mal geflogen, deswegen bin ich da jetzt noch nicht ganz so bewandt, was das angeht, ja. Deswegen muss man jetzt mal gleich mal gucken, dass es das bekommt. Ja, jetzt ist nur noch der Bassteil, das ist das letzte. Wo waren das nochmal? Wie kann ich, dass ich auch einen Hubschrauber sehen kann? Das liegt an deinen MTLs, wenn du nicht alle installiert hast. Dann siehst du uns teilweise nicht als Hubschrauber. Fire, so, ich muss ganz kurz einmal schnell schauen. DC, bla bla, Avionic Master on. Nee, das passt soweit alles. Die Bus-Ties waren irgendwo anders. Gut, egal. Wir fliegen jetzt einfach so los. Notfalls haben wir einen Stromausfall unterwegs. Und dann sieht die ganze Scheiße nicht mehr ganz so gut aus. Jetzt muss ich kurz hier immer noch ändern. Also. 23.450. Ich kann es mir jetzt nicht herleiten, wo die Bus-Tie ist. Also du kannst es als Hubschrauber, wie gesagt, weil die Multiplayer Traffic Library nicht genau richtig gleich ist, ja. Das liegt daran, ist jetzt aber wie gesagt für jetzt erstmal nicht relevant. Wir werden irgendwann mit Multiplayer fliegen, also richtig im Multiplayer-Modus hier von der Geschichte vom MSFS bis nächstes Mal, wenn wir so einen kurzen Flug machen. Und dann haben wir das Problem letzten Endes nicht mehr, dass wir uns, ja, ich sag mal, nicht ganz hundertprozentig richtig sehen. Dann soll das Ganze auch funktionieren. So, die. Bus Ties open. System 1 und 2. Syspass open, ne. Nochmal, also das hier ist das Hydraulik, das ist die Battery. Ach, sind die wahrscheinlich hier weiter oben irgendwo? Bus-Tie, da haben wir es doch. Gen 1 und 2. Reset beide. Ich bin ins Video. Nee. Ah, das hat den Fehler weggedrückt. Okay, dann machen wir es auf der anderen Seite auch nochmal. Und wir sind den Fehler los. Wunderbar, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. So Jungs, ich würde sagen, wir heben ab und gehen weiter. Gut. Da dreht einer Pirouetten vor uns.
Irgendwie ruckelt jetzt auch der Flusi leider ein bisschen, es tut mir leid. So, und jetzt kommt das, was ich vorhin erzählt habe mit dem Follow-up, ja. Das habe ich ja kurz vorhin erwähnt, ja, das heißt, ich stelle mir jetzt gleich, das müsste normalerweise automatisch laufen, ansonsten muss ich kurz gucken, ob das so eingestellt ist, ja. Ich lasse jetzt gleich nämlich die Controls einmal los. Und der Hubschrauber behält quasi die Lage, die ich ihm einfach eingestellt habe. Jetzt muss ich wieder hochziehen ein bisschen, ja. Dass das ein bisschen steigt. In der Position sollte er jetzt ja gleich steigen. Aufpassen, dass wir nicht in den roten Bereich kommen. So. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück. So, jetzt steigt er. Ich lasse wieder los. Und das ist ziemlich cool gemacht. Ja, aber das hat die echte EZ ja auch so, dass sie so eine Art Follow-up hat. Da drückt man einen Knopf, dann bleibt er quasi eingefroren, der Stick an der Stelle. Ja, also in der Neigung nach vorne und nach hinten, wie auch immer. Das geht hier natürlich jetzt nicht. Ja, ist ein ganz cooles Feature, was die von der High Performance Group tatsächlich hier auch umgesetzt haben. So, schauen wir jetzt ganz kurz auf die Karte. Jetzt muss ich nämlich kurz gucken, wo wir dann jetzt hier hin müssen. Sieh jetzt gleich nach rechts. Und dann das rechte Tal. Gut, wunderbar. Also leider, es tut mir gerade leid, wenn es ein bisschen ruckelt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt gerade. Ah doch, jetzt hat er sich beruhigt. Guck mal. Da war also irgendwo irgendwas, was irgendwie zwischengefunkt hat. Wie dem auch sei. Gut. Hallihallo. Wir fliegen geradeaus weiter und wir haben jetzt noch gute, ich sag mal, 5 Flugminuten, dann sind wir an unserem Endziel angekommen und können dann gleich letzten Endes ein Fazit ziehen, denn eine gute Frage vom Mo 135, ob die Flugeigenschaften realistisch sind. Es ist schwer zu sagen, ich bin kein Hubschrauberpilot, ich kenne es nur vergleichen mit anderen Flugsimulationsexperten, ja, die letzten Endes aus verschiedenen Bereichen der Flusi sind. Ja. Es ist so, wenn man die Hilfen deaktiviert, genau, das sagt jetzt auch gerade Salü im Cloud, wenn man die Hilfen deaktiviert alle, dann ist es tatsächlich so. Dann ist es tatsächlich so, dass man dann letzten Endes wirklich einen annähernd realistischen Hubschrauber hat im Flugverhalten. Ja. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass dann, ja okay, wir müssen jetzt hier rechts rein, das passt. Ja. Es ist trotzdem immer noch kein echter Hubschrauber. Ja, so. Also es kommt schon nah ran, aber es ist nicht gut oder nicht hundertprozentig aus der Sicht eines Simmers. Was wir natürlich machen können, wir können es mit DCS vergleichen, ja, wir können es mit dem X-Plane vergleichen, wir können es mit dem alten FSX P3D damals vergleichen. Ja. Und wenn ich das jetzt mal mit denen vergleiche, ja, würde ich sagen, ist der DCS nochmal einen Ticken weiter vorne einfach, weil es einfach nochmal so ein bisschen nochmal kontrollierbarer, nachvollziehbarer wird. Ja. Aber, das kommt nochmal hinzu, da kommen jetzt die H145 mit dem Follow-up, das ist richtig geil, guck mal, jetzt kann ich schön Strecke fliegen und mich hier zurücklehnen und der Hubschrauber fliegt von alleine. Mit denen quasi, also der ist ziemlich gut, ja, der kann das auch ziemlich gut, auch die H125, die ich vorhin gesagt habe, weil die dank dem Airland FS, wobei das macht die 145 hier nicht, aber dank dem Airland FS, also einem Zusatztool, die Flugdynamik extern berechnet und die vom MSFS gar nicht berührt. Und das macht schon Sinn und damit kommt man schon sehr nah ran. Die Standard-Hubschrauber jetzt fand ich jetzt nicht verkehrt, ja, die waren schon okay, fand ich jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, wow, ja, aber dafür hatte ich zu wenig Flugstunden noch damit, ja. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Also das abschließende Antwort ist, mit Vorsicht zu genießen. Ich denke mal, das wird noch 2, 3, 4 Updates brauchen, wie das halt bisher immer war. Ja. Dann sind wir vielleicht auf einem Niveau, wo wir sagen, das ist echt verdammt gut. Ja, so. Bis dahin würde ich sagen, ist es noch ein bisschen Entwicklung wichtig. So. Ich bin eher enttäuscht von der Physik, sagt der FIPS-Pilot. Ja, die Physik ist so ein bisschen, ja, schwierig einzuschätzen. Also ich sag mal so, für jemanden, der kein Hubschrauber in echt geflogen ist, ich bin zwar also wirklich am Steuerhorn das ein oder andere Flugzeug tatsächlich mal echt geflogen, ja, von, also eher im kleinen Bereich ultraleicht Piper, so ein Scheiß halt, Cessna, ja, da kann ich schon sagen, dass das der MSFS schon sehr gut macht, kommt nah ran. Aber was man nicht vergessen darf, grundsätzlich, davon bin ich immer, ich hasse es immer, wenn einer sagt, ja, das Fluggefühl ist hier besser oder da schlechter oder was auch immer.
Dazu sage ich nur eins, es ist überall scheiße, in jedem Simulator, weil im echten Flieger du einfach spürst, wenn du ziehst, ja, selbst in der beschissenen Cessna, in einem kleinen Hubschrauberflieger, ja, da spürst du richtig die G-Kräfte. Wenn du Steilkurven fliegst, alter Schwede, da fühlst du dich wie bei Top Gun, obwohl das nicht mehr annähernd so weit ist, ja, so. Und das ist halt die Sache, ja, die mich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, stört, wenn Leute immer gerne behaupten, hier sind die Flugphysik besser oder was auch immer. Oh, da unten der Airbus. Sind sie besser oder schlechter? Ja, deswegen kann man das so vielleicht nicht pauschal beantworten. Das heißt, sie sind eigentlich überall nicht gut. Aber die einen fühlen sich halt besser an, die anderen vielleicht nicht ganz so gut. Ja, und das ist das, was es vielleicht ausmacht so ein bisschen. Und da kann ich sagen, im MSFS, der macht schon vieles richtig, aber auch nicht alles. Ja, und das ist so ein bisschen fehlt. Ja, das, Sebastian hat es eigentlich ganz gut beschrieben. Ja, das Popometer fehlt. So, unser Endziel ist da. Wir sehen es voraus. Ja, der Staudamm unten. Ja, und da unten diese komischen Bäume, die wahrscheinlich jetzt noch ein Grafikfehler sind. Ist unser Endziel, und zwar der Flug, das Hotel da unten, jetzt hat es geladen. Kurz ein bisschen abbremsen. Da hört ihr schon mal den Sound vom HPG 145. Hört sich einfach geil an. Also da müssen wir uns echt mal allein nur mit dem Hubschrauber beschäftigen, weil der einfach der beste Hubschrauber ist, meiner Meinung nach. Ja. So, jetzt versuchen wir mal das Hotel zu treffen. Jeder, der auf Google Maps jetzt mal schaut, der kann es ja mal sehen. Ja. Das sind gerade komische Faxen irgendwie. Da ist das Hotel und hinten dran ist ein Landeplatz, wo die Fahne ist. Und dann schauen wir uns die Gegend nochmal an und ich glaube, der Autopilot spielt gerade ein bisschen dazwischen, weil ich versuche hier. Der Hubschrauber war auch eigentlich gar nicht vorbereitet, den hätten wir heute gar nicht fliegen sollen. Der fliegt sich gerade echt komisch. Staub hier aufgewirbelt. Aber wir sind gelandet. Allerdings war das Flugverhalten gerade ein bisschen seltsam, aber gut. Schauen wir mal, wo die anderen landen. Wird ein bisschen eng für euch, Jungs. Ihr müsst wahrscheinlich auf dem Dach hier ausweichen, wenn ihr die Szenerie installiert habt. Ja, das Popometer fehlt. Ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort für unseren Stream. Wir sind also, ich würde mal sagen, eine Punktlandung des Sondergleichens, ja. Also besser hätte man es nicht planen können. Es ist genau 21 Uhr, wir sind mit den 2 Stunden durch. Wir freuen uns natürlich über jeden Follow, den ihr macht. Das tut nicht weh, ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr möchtet, mit Mitglied her im Kanal werden. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Es hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht, ja. Wir schauen noch mal, was die anderen hier so fabrizieren. Okay. Der hat scheinbar keine Szenerie installiert. Der ist da unten in der Wiese gelandet. Da oben fliegt mein Watz im Flieger. Da unten einer, der gelandet ist. Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Ah ja, da rechts fliegt auch nochmal einer. Wir fliegen, glaube ich, beim nächsten Gruppenflug, wenn wir das so machen, letzten Endes nicht auf Watz, sondern tatsächlich in der... Ding Dang. Bitte was? Hat er Arschlöcher gesagt? Alles cool, ich bin noch ungefähr eine Minute weg von dem Motor. Okay. Dann warten wir noch kurz auf dich und dann sage ich jetzt schon mal an alle, die zugeschaut haben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat wirklich Spaß gemacht, heute mal wieder für euch zu streamen. Wie gesagt, nächste Woche, ganz, 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 ganz wichtig, ist der Tommy um 20 Uhr heute, selbe Stelle, selbe Welle am Start und wird für euch vielleicht den A310 zeigen, wenn der noch nicht bis dahin bugfrei ist, weil vielleicht noch das ein oder andere Update darauf aussteht, ja, werden wir letzten Endes euch dann als Alternative die 737, aber auf dem Watzenflug von A nach B zeigen. Sehr cool, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und eine Woche später ist der André da, der zeigt euch vielleicht die CJ. Also, es lohnt sich einzuschauen. Ich danke, einzuschalten. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch ja, fürs Mitfliegen vor allem. Und vielleicht hatte der eine oder andere genauso Spaß wie ich und freut sich jetzt noch an einer genussvollen Landung vom lieben Jürgen, der hier so ein bisschen der Hubschrauber-Experte ist. Und wir können ihn gleich nochmal fragen, wenn er gelandet ist, wollen wir ihn ja nicht stressen. Wie sein Fazit zu Hubschrauberfliegen im MSFS ist, denn er fliegt den Hubschrauber oder mehrere Hubschrauber schon über mehrere Generationen in mehreren Simulatoren. Vielleicht kann er da nochmal irgendwas dazu genauer sagen.
runter. Ich bin ein bisschen im Weg, ne? Schauen wir mal, wo er landet. Sieht schon gut aus. Also wenn ich mir überlege, was damit Watze mittlerweile möglich ist, ist fast wie MSFS Multiplayer. Ja? Die Bewegung, die Zuckungen, alles. Oh, er bricht ab. Jürgen, wohin geht's? Ja, ich kann hier nicht landen auf dem Haus, da schwebe ich durch. Ich gehe irgendwo anders hin. Okay, gut. Dann danke auch dir fürs Mitfliegen und alle anderen, die dabei waren. Sag ich nur gute Nacht. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Adios, amigos. Und ja, vielen Dank fürs Folgen, vielen Dank fürs Mitfliegen. Bis dahin, gute Zeit. Ciao. Ciao.